sechsten Ausgabe meines Wein-Podcasts vom 15. Januar 2022. Mein Name ist Florian Bold und ich begrüße dich sehr herzlich zu meinem Podcast mit dem Titel Auf ein Glas Wein mit Uwe Hoop. Ja, ich habe euch ja ein bisschen auf die Folter gespannt, wie es nach Südtirol weitergeht. Wir sind ja noch in einem ganz großen Themengebiet Weine aus deutschsprachigen Anbaugebieten. Als kleiner Recap jetzt zum Jahresanfang vielleicht nochmal die Schau zurück. Wir haben natürlich in Deutschland angefangen, haben uns dann eine gute Zeit, über ein halbes Jahr in Österreich aufgehalten und das war auch völlig richtig und wichtig so. Und die letzte Station war quasi Südtirol, wo ich euch vor allem auf meine eigene Weinerlebnisreise mitgenommen habe, mit vielen Erstkontakten, die ich dort in meiner Anfangszeit als Weinnerd sozusagen verbracht habe. Und nun geht's weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja jetzt schon wirklich seit Jahren und über ein Jahrzehnt schon sehr intensiv mit Wein. Und das Tolle, finde ich einfach, ist neben dem Produkt selber, was für Leute man kennenlernt, die dahinter stehen, die dazugehören. Aber eben auch, dass man nie auslernt tut man schon die eine oder andere Flasche, aber auslernt, nämlich es wird ja auch jedes Jahr das Rad neu erfunden, wenn man mal so ein bisschen übertrieben sagen möchte, aber es gibt immer wieder eine Nische, die man selber nicht auf dem Schirm hat, auch wenn man sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und in diesem Falle war es einfach so, ich hatte Liechtenstein als Weinanbaugebiet einfach überhaupt nicht auf der Kette. Ich habe auf LinkedIn, glaube ich, war es, per Zufall Uwe kennengelernt, getroffen und habe ihn angeschrieben. Und dank Corona haben wir jetzt auch fast ein Jahr lang gebraucht, die Aufnahme anzuberaumen. Das hat jetzt zum Glück ist zum Glück gelungen am Anfang des Jahres. Es ist einfach der Versand aus Liechtenstein nach Deutschland unverhältnismäßig teuer und der Grenzübertritt war nicht möglich. Ja, Liechtenstein seines Zeichens das kleinste Anbaugebiet Europas mit gerade mal 14 Hektar. Details zu diesem Anbaugebiet wird uns Uwe gleich noch selber verraten. Für mich war es einfach eine sehr schöne Entdeckung und an alle Hedonisten, und ich glaube, die Mehrheit von uns würde sich ja als solches bezeichnen, kann man den Shop und die Weine von Uwe tatsächlich nur ans Herz legen. Ähnlich wie bei mir, bevor er den großen Schritt gewagt hat, sich aus Vollzeit-Winzer zu verdingen, hat er gemeinsam mit seiner Frau die Liebe für Whisky entdeckt, genau wie es bei mir ja im Prinzip auch war. Und in seinem Weinladen im Norden von Liechtenstein könnt ihr nicht nur seine eigenen Weine probieren und kaufen, sondern eben auch aus seinem großen, großen Sortiment von Whiskys eine Flasche mitnehmen. Und wer dann immer noch nicht genug an der Lust und Völlerei hat, kann sich dort eben auch noch eine tolle Zigarre mitnehmen, wer dann zum Whisky eben noch eine Zigarre braucht. Also ein schöner Brennpunkt für alle Genussliebhaber. Uwe ist auch Koch, ganz ursprünglich hat er Koch gelernt und hat die ein oder andere Degustationsveranstaltung, ein Menü mit Weinbegleitung am Start. Also alle, die auf sowas mal Lust haben, können sich gern beim Uwe melden. Ich kann nur sagen, ich habe die Weine im Nachgang natürlich, im Nachgang der Aufzeichnung die Tage über immer wieder verkostet und ohne Übertreibung, ich bin wirklich stark überrascht von der hohen Qualität nach so kurzer Zeit als Quereinsteiger, Spätberufener und bin wirklich begeistert. Ich kann es nicht anders sagen und da wird auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Lasst euch überraschen, besorgt euch die Weine, wenn irgendwie möglich und probiert sie. Der Merlot hat mir beispielsweise sehr gut gefallen, den verkosten wir in der Aufnahme nicht, aber den hat er mir freundlicherweise auch noch zugeschickt und die anderen Weine hört ihr oder könnt ihr gemeinsam mit mir am Ende der Episode verkosten. Und wie es immer so ist und wie ihr es von mir gewohnt seid, hier nochmal der Aufruf, Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht zu werden. Dort gibt es immer wieder mal Updates zum
Podcast, aber auch zu meinen Online-Weinkursen. Der wird auch hier und da immer wieder mal erwähnt und ist quasi auch die ideale Ergänzung für alle, die gerne tiefer in das Thema Wein einsteigen möchten und das Ganze systematisch aufbereitet haben möchten. Und wenn ich immer gefragt werde, was zeichnet deine Online-Weinkurse aus, dann kann ich einfach sagen, in den mehr als 16 Stunden aufgeteilt auf die 13 Online-Kurse habe ich quasi mein mehr oder weniger bewusstes Weinwissen ausgespeichert und damit, denke ich, ist es einfach eine sehr gute Grundlage, seine eigene Weinreise zu starten und der kurzfristige Effekt wird einfach sein, dass du dich besser in der Weinwelt orientieren kannst, damit kompetenter Wein kaufen kannst und vielleicht auch in Zukunft bessere Weine im Sinne einer Kombination zu Speisen finden kannst und natürlich auch deine Neugierde und Probierfreudigkeit freien Lauf lassen kannst und neue Weine zu entdecken. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein und ich wünsche uns jetzt allen viel Spaß mit dem Gespräch mit Uwe Hoop aus Liechtenstein. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch einen nächsten Gesprächspartner präsentieren zu dürfen und zwar aus einem Anbaugebiet, was ich persönlich auch nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich mich ja jetzt wirklich seit 10 Jahren mit Wein beschäftige. Aber umso mehr freut es mich, heute einen Liechtensteiner begrüßen zu dürfen und zwar Uwe Hoop. Grüß dich, Uwe. Servus. Hallo, grüß dich. Servus. Jetzt haben wir ja lang gebraucht, bis wir zu unserem Interview gekommen sind, Corona-bedingt in erster Linie, weil es einfach ja von Liechtenstein aus unverhältnismäßig teuer ist, nach Deutschland Weine zu schicken. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, nach 3 Ländern eine kleine Enklave, sage ich mal, präsentieren zu dürfen. Wir haben ja Deutschland, Österreich und Südtirol jetzt abgeschlossen und jetzt geht's wieder ein bisschen nach Norden und da bietet sich natürlich Liechtenstein als Übergangsthema, wenn ich so sagen darf, sehr gut an. Also du bist Liechtensteiner, wir alle wissen ungefähr, dass es zwischen Österreich und der Schweiz liegt und ich hatte es ja schon im Vorgespräch angekündigt, für mich Liechtenstein ein Faszinovum und auch irgendwie ein kleines Mysterium. Deswegen mal aus dich als erstes die Frage als Liechtensteiner sozusagen, wie lebt man als Liechtensteiner, fühlt man sich als Liechtensteiner oder als Schweizer oder wie ist so das Selbstverständnis? Obwohl wir, wie du schon gesagt hast, zwischen Österreich und der Schweiz eingegrenzt sind, bei uns lebt sich's eigentlich wie bei dir zu Hause auch gemütlich, schön. Genau, super. Aber trotz allem ist es ja schon so, es ist ja ein eigenständiger Staat. Aber wenn man es jetzt so wahrnimmt, denke ich, ist die Ausrichtung schon viel stärker Richtung Schweiz wahrscheinlich, ne? Ja, das sind bei uns die Gegebenheiten, die sind so, weil auf der einen Seite Richtung Österreich sind wir mit dem Zollamt verbunden und in der Schweiz sind eigentlich die Grenzen für uns offen und wir sind auch gesetzestechnisch sehr eng mit der Schweiz verbunden. Das heißt jetzt so, wenn man den Blick auf Europa richtet, ich weiß gar nicht, wie der Status von Liechtenstein ist. Schweiz ist ja in vielerlei Dingen hat es eine Sonderstellung, also als Nicht-EU-Mitglied, aber trotzdem quasi in der Handhabung, auch im internationalen Grenzverkehr, ist es ja sehr nahe an die EU angegliedert. Wie verhält sich da in Liechtenstein? Ist auch kein EU-Mitglied in dem Sinn, oder? Nein, Liechtenstein ist eigentlich, sind wir EWR-Mitglied seit einigen Jahren und wir haben eigentlich den Vorzug, dass wir ein bisschen vom EWR profitieren dürfen und auch aber von der Schweiz. Und ich denke, als kleines Land, so wie wir sind, würde es ohne großen Partner eigentlich gar nicht gehen. Also EWR ist der europäische Wirtschaftsraum, genau. Wahrscheinlich, genau. Und was ist bei euch Zahlungsmittel? Ja, bei uns ist das Hauptzahlungsmittel Schweizer Franken. Aber natürlich auch modern Kreditkarte. Okay, also der Euro ist nicht so gern gesehen. Oh ja, bei uns, da wir Grenzregion sind, bei uns kann man in allen Geschäften auch mit Euro bezahlen. Das ist bei uns kein Problem. Okay. Und es hat ja auch eine Hauptstadt, Vaduz, ich bin einmal durchgefahren. Ich habe da mal den Abschwung quasi gemacht von der
Autobahn, die von Bregenz nach Süden führt, durch die Schweiz durch. Aber man kann da ja auch, wie gesagt, kurz runterfahren und mal durchfahren. Ich habe es mal angeschaut. Auch ein sehr schönes Schloss dort, glaube ich, ne? Der Sitz des Fürsten. Und der Status eines Fürstentums, was bedeutet das im täglichen Leben? Kennt man den Fürsten oder die Familie? Trifft man die auch? Oder ist das alles hinter verschlossenen Türen? Ja, das werden wir eigentlich sehr oft gefragt, aber das Fürstenhaus in Liechtenstein ist sehr, sehr, sehr offen. Man trifft die beim Einkaufen, aber bei uns schaut man nicht so drauf, weil in Liechtenstein auch sehr viel internationale Prominenz rumrennt. Man geht die nicht an, bei uns lebt man eigentlich relativ anonym. Und das ist eigentlich auch ein Markenzeichen von Liechtenstein. Ja, liegt ja wahrscheinlich auch ein Stück weit ein bisschen an der Steuergesetzgebung, vermutlich, oder? Ja, die Steuergesetzgebung möchte ich auch nicht kommentieren. Ja. Die ist weltweit bekannt. Nein, aber bei uns ist das, wenn man bei uns Prominente auf der Straße trifft, das ist nicht unsere Mentalität, dass man da hingeht und Autogramme verlangt oder irgendwie Fotos macht und so. Wir sind eher ein ruhiges Völkchen. Ja, also ich habe ein halbes Jahr in Zürich mal gelebt, in Kloten. Und ja, also was ich total schön fand, war halt einfach auch die Schweizer Mentalität, die halt, ich denke, da gibt es schon ein Parallelnetz zur Liechtensteiner Mentalität. Absolut. Das ist halt eine sehr höfliche, ich fand auch teilweise sehr förmliche Mentalität und sehr zurückhaltend eben auch. Und als Deutscher ist es mir schon häufiger passiert, dass man auch in das ein oder andere Fettnäpfchen mal getreten ist, weil es einfach viele Sachen schon auch einmal ums Eck formuliert sind. Also so eine klare Ansage ist da eher nicht anzutreffen und auch nicht so gern gesehen, ehrlich gesagt, ne? Also wir sind im ähnlichen Status. Ja, genau, richtig. Gut, wie groß ist Liechtenstein ungefähr? Kann man das an irgendwas vergleichen oder festmachen? Ja, Liechtenstein ist plus minus 26 Kilometer lang und an der breitesten Stelle so plus minus um die 15 Kilometer breit. Mhm. Wir haben momentan zwischen 8.000 und 39.000 Einwohner. Wenn man das vergleicht mit 1910, wo wir noch so um die 9000 Einwohner hatten, ist das schon ein rechter Anstieg. Hm. Wir haben 11 Gemeinden und ja, das ist die Größe. Das ist die Größe. 160 Quadratkilometer. Ja, also ich finde es immer toll, wenn man auf der Autobahn oder so ein Kennzeichen sieht aus Liechtenstein. Ich glaube, das Länderkürzel ist FL, glaube ich, ne? Genau, ja. Und bei uns hier im Baugebiet wohnt sogar jemand aus Liechtenstein. Also hier sieht man immer ein Liechtensteiner Kennzeichen rumfahren. Und aber es leben dort, also das ist jetzt so ein bisschen Schubladendenken, aber ich frage es jetzt trotzdem, aber es leben in Liechtenstein jetzt auch nicht nur Geldige. Also es gibt auch in Anführungszeichen ganz normale Leute, weil man immer so aus Deutscher denkt, okay, hier fährt einer aus Liechtenstein, ist man schon gespannt, was es für eine Automarke ist und verbindet es halt eigentlich immer mit Reichtum, aber es gibt auch normale Leute, oder? Das ist das Klischeedenken, die Ausländer oft von Liechtenstein haben, ja. Weil wir als Steueroase gekennzeichnet sind, gebrandmarkt sind, muss man so sagen. Aber dem ist nicht so. Bei uns ist 95% sind normale Leute. Genau. Sehr gut. Umso besser. Ja, also ich bin, als ich da durchgefahren bin, man hat ja schon einfach ein Klischee. Also man ist da ja nicht, kann ich mich zumindest davon selber nicht frei machen. Aber wenn man da durchfährt, wird einem relativ schnell klar, dass es ein ganz normales Land ist und dass da nicht nur Prinzessinnen rumlaufen. Jetzt hast du schon gesagt, Liechtenstein relativ klein. Wo befindest du dich denn in Liechtenstein? Ich befinde mich im Unterland. Liechtenstein ist ja aufgeteilt, trotzdem, dass es so klein ist, in Unter- und Oberland. Mhm. Im Oberland sind 11 Gemeinden, im Unterland sind 5 Gemeinden. Ich befinde mich im Unterland, in Eschen. Das ist ein 4.500 Einwohnerdorf am Fuße des Eschener Berges. Mhm. Und also quasi ganz im Norden, kann man sagen, und relativ nah an Feldkirch dran, ne? Was dann schon auf der österreichischen Seite ist. Genau, ja.
Ja. Und was ja jetzt vielleicht vielen bekannt ist, zumindest jetzt Leute, die gern am Bodensee sind, weil von dort aus sieht man das schöne Alpenpanorama. Also der Sentis, ein ganz bekannter Berg, zumindest für die Lindauer. Ich weiß es, weil ich mal eine Lindauer Freundin hatte, da war das immer, war das immer ein Highlight, wenn man vom Lindauer Hafen den Sentis gesehen hat. Das war immer einfach ein tolles Panorama und den müsste man von dir ja auch hervorragend sehen, weil der ja quasi von dir genau im Westen steht, ne? Ja, das ist so, aber der Sentis ist hinter den Bergen, die wir sehen. Mhm. Wir sehen eigentlich von uns den Hohen Kaschen, der ist ungefähr in die gleiche Richtung. Und bei ganz, ganz schönem Wetter, wenn man bei uns zu oberst auf dem Eschner Berg steht, dann mag man die Antenne vom Sentis sehen. Mhm. Okay. Und jetzt sagst du schon Unterland. Wie hoch liegt Liechtenstein generell oder wie groß erstreckt sich da die vertikale Ausdehnung? Also bei uns ist es so, wir liegen circa zwischen 400, plus minus auf 450 bis 500 Meter Höhe, aber dann gibt es natürlich höher gelegene Gemeinden, Berggemeinden, die noch höher liegen und am Fuße des Eschner Berges, wo wir sind, sind wir auf 450 Meter Höhe und der Eschner Berg ist mitten im schönen Rheintal. Also das heißt, es geht auf einer Seite Richtung Feldkirch, auf der anderen Seite Richtung St. Gallen in der Schweiz. Und wir liegen da drin. Wir sind auf 450 Meter Höhe und der Eschner Berg ist so wir sagen den Berg, aber es ist eine größere Erhebung, die ist 666 Meter hoch. Mhm. Ja, es kommt immer darauf an, wo man wohnt, was man als Berg bezeichnet. Genau. Also ich habe mal eine Zeit lang in Bremen gelebt und da war ein Berg schon eine Erhöhung, die 15 Meter hatte. Ja, also genau. Jetzt ist da ganz, ganz unterschiedlich, was man gewohnt ist. Die gemeinsame Grenze zur Schweiz ist ja quasi der Rhein. Ne? Das ist quasi eure Westgrenze. Und wie kann man da sagen, dass der Rhein, obwohl er ja an der Stelle noch nicht der große Fluss ist, wie man ihn jetzt als Deutscher kennt, ne, ist ja sagenumwobene Wasserader in Deutschland viel, viel größer wie an der Stelle, wo er bei euch ist. Aber um da den Haken nochmal Richtung Weinbau zu schlagen, spielt der mikroklimatisch, wir kommen nochmal auf die Einzelheiten zu sprechen, aber spielt der Rhein dort schon eine große Rolle als Wassermasse, die letzten Endes temperaturpuffernd wirkt oder ist er da noch einfach zu klein an der Stelle? Also das ist relativ eine schwierige Frage, weil der Rhein eigentlich bei uns relativ eingebettet ist in relativ hohe Dämme, also sind sicher 20, 30, 35 Meter hohe Dämme. Und der fließt bei uns beim Weingut vielleicht 3-4 Kilometer vorbei von den Weinbergen, die relativ hoch liegen. Daher denke ich eigentlich, dass der Rhein bei uns jetzt, bei mir auf dem Weingut, nicht unbedingt die großen Einflüsse hat. Okay, aber grundsätzlich ist es schon so, dass sich der Liechtensteiner Weinbau dann eher auf den flacheren, nördlicheren Teil von Liechtenstein beschränkt wahrscheinlich, oder? Nein, das ist bei uns so, dass alle 11 Gemeinden, bis auf eine Gemeinde, betreibt ein bisschen Weinbau. Ah, okay. Von der nördlichsten Gemeinde Rugell bis zur südlichsten Gemeinde in Balzers. Aber was man sagen muss, wie schon gesagt, Liechtenstein ist 26 Kilometer lang. Auf den 26 Kilometer von Norden bis Süden, und das ist eigentlich wahnsinnig, sind mindestens 2 bis 3 Grad Temperaturunterschied. Mhm. Das wird sich ja wahrscheinlich dann auch im Rebsortenspiegel niederschlagen, oder? Von Nord nach Süd. Rebsortenspiegel nicht unbedingt so enorm, aber wir sind immer noch sehr traditionell von früher her. Aber was sich natürlich niederschlägt, ist der Erntezeitpunkt findet Richtung Süden sicher eine Woche früher statt. Bevor wir noch Liechtenstein als Weinbaugebiet nochmal später vertiefen, würde ich jetzt nochmal gerne auf dich als Person zu sprechen kommen. Und als du mir das tolle Weinpaket zugeschickt hast mit 6 tollen Weinen, wo wir 4 davon im Abschluss dann noch verkosten werden, hast du ja auch 2 Flyer reingelegt und du hast es gar nicht erwähnt. Mir ist es dann
ja, sehr positiv aufgefallen, dass du ja auch ein Whisky-Fan bist und auch einen Whisky-Laden betreibst. Die Leute sehen es jetzt nicht im Hintergrund von dir. Es sind aber eine Reihe von Whiskyflaschen aufgebaut und ich erinnere mich da immer gerne an meine Schottland-Rundreise damals, 7-tägig von Edinburgh gegen Uhrzeigersinn mit einem befreundeten Paar, wo wir da in den 7 Tagen 35 Brennereien besucht haben. Das war ein toughes Programm. Dreimal darf man raten, wer dann der Fahrer immer war. Es ging dann immer um 12 Uhr mittags schon los. Aber erzähl vielleicht zunächst mal, wie du auf den Wein gekommen bist eigentlich. Hast du familiäre Wurzeln, die dich da hingestupst haben, oder ist das quasi von selbst gekommen? Ja, so, es sind so halbfamiliäre Wurzeln eigentlich. Ich habe ursprünglich Koch, Bäcker, Konditor gelernt. Mhm. Ich war anfangs in der Gastronomie zu Hause. Und mein Vater hat immer schon während dieser Zeit einen ganz kleinen Rebberg gepachtet, also mit 450 Rebstöcken. Und es hat mich irgendwie nie losgelassen. Ich habe dann als Koch ein bisschen rumgetingelt, wie das in der Gastrobranche eigentlich so üblich ist. Und bin immer irgendwo an einer Flasche Wein hängen geblieben. Und es hat mich immer irgendwie fasziniert. Ich habe dann total beruflich umgesattelt. Ich habe mich dann im Facility Management niedergelassen. Und während dieser Zeit wurde mir recht langweilig von meinem Job aus. Es war so, das Alltagsgeschehen war immer dasselbe. Und dann habe ich die Weinakademie in Rusch besucht. Ja. Das war so die Initialzündung, wo mich dann eigentlich quasi ein bisschen noch näher an den Wein gebracht hat. Und dann, wo wir zu Hause waren, wir halfen natürlich immer viel in den Reben und ein bisschen im Verkauf. Und dann haben wir immer ein bisschen mehr Reben angesetzt, weil wir konnten das gut verkaufen. Aber zu dieser Zeit haben wir die Weine nicht selber gemacht, sondern wir ließen die im Lohn kälten, wir ließen die für uns machen. Und irgendwann, 2016, haben ich und meine Frau haben uns dann entschieden, wir hatten 1,5 Hektar und beide waren voll berufstätig. Und haben uns entschieden, entweder bauen wir Reben zurück, weil man hat Privatleben eigentlich praktisch null. Wenn man 100% arbeitet und 1,5 Hektar hat, oder wir haben gesagt, wir steigen voll ins Business ein und haben uns dann so entschieden und haben 2016 eine neue Kellerei gebaut mit Wohnhaus und ja, seit 2016 machen wir eigentlich unsere eigenen Weine. Ich habe dann als Spätberufener noch den Winzerberuf von der Pike auf gelernt, also Schule gemacht und so in Wädenswil. Und mittlerweile arbeiten wir ja, auf 3 Hektaren selber und mache aber auch noch für 50 andere Weinbauern in Liechtenstein, in Österreich und in der Schweiz Lohnkelterungen. Okay, aber die 450 Rebstöcke, wo du eingangs erwähnt hast, das war dann nur Selbstverbrauch quasi. Ja, so ungefähr. Ja, da kommt ja doch einiges raus dann. Ne? Wenn man 450 Rebstöcke hat, dann muss man sich, glaube ich, so im Jahresverlauf, wenn man nicht nur Wein trinken möchte, muss man sich schon ranhalten. Und Weinakademie Rust, das heißt, du hast auch als allererstes den Weinakademiker gemacht? Ich habe den Weinakademiker gemacht, aber ich habe ihn nicht abgeschlossen. Ich müsste noch meine Arbeit eigentlich abliefern und verteidigen. Aber wie es halt oft so im Leben ist, kommen noch andere Sachen dazwischen und man lenkt dann um und denkt, ich mache dann das irgendwann schon noch fertig. Ja. Wobei ich sagen muss, wenn du da die ominöse Unit 3 schon bestanden hast, also ja. Die Arbeit schreiben ist halt ein bisschen aufwendige, zeitaufwendige Geschichte und wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, warum du das ein bisschen vor dir her schiebst. Genau. Aber eigentlich ist das schon der schwerste Teil hast du eigentlich. Ne? Im Prinzip genau, ja. ist es fast, würde ich jetzt sagen, fast nur eine Formalie eigentlich, dass du ja. Da noch einen Strich drunter machen kannst. Aber momentan ist es einfach so, dass es liegt einfach zeitlich bei uns nicht drin. Wir sind momentan mitten immer noch im Aufbau von unserem Betrieb und ja.
Ja, der Nutzen ist ja auch jetzt nicht unmittelbar, wenn du ja schon einen laufenden Betrieb hast, fragt sich natürlich auch immer, für was mache ich es, was kommt am Ende des Tages raus, kriege ich es reinvestiert, auch zeitlich vielleicht. Und da ist natürlich jetzt wahrscheinlich einfach, schaut die Bilanz da bei dir einfach erstmal die Konzentration aufs Geschäft dann wahrscheinlich aus. Genau. Ja. Ja, wer dies will, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist ja mittlerweile auch ein Kursstandort von der Weinakademie Österreich. Die haben das ja ein bisschen aufgeblasen. Und man kann schon sagen, dass Wedis will jetzt, was Weinbau in der Schweiz angeht, schon so ein bisschen einfach der Brennpunkt ist. Ne? Ähnlich wie es jetzt in Deutschland Geisenheim ist, ist das eigentlich der Ort, wo in der Schweiz am meisten Ausbildung und Forschung betrieben wird in Bezug auf Wein. Ne? Genau, aber es sind zwei Standorte in der Schweiz natürlich. Das ist die ZHW in Wädenswil und Change. Change ist in der Westschweiz, das ist die Schule für die Önologen in der Schweiz. Naja, gut, da kommt natürlich auch die Nähe dann zu Frankreich nochmal ganz anders rein, weil habe ich auch miterlebt, ich war auch ein paar Mal in Genf, dass ich will jetzt nicht sagen, dass man die Schweiz zweiteilen kann, aber es ist schon ein Mentalitätsunterschied, aber vor allem natürlich auch eine sprachliche Barriere für Nicht-Schweizer, weil jeder Schweizer spricht Französisch, soweit ich es zumindest mitbekommen habe, weil es in der Schule auch sehr, sehr früh gelehrt wird. Aber nichtsdestotrotz war meine Erfahrung zumindest um Genfer See herum, ist die Orientierung einfach viel, viel stärker Richtung Frankreich. Ja. Da dreht sich eigentlich alles, ich will jetzt nicht sagen Vorbild, aber man schaut sich einfach kulturell sehr, sehr viel ab und hat viele Gemeinsamkeiten. Insofern ergibt sich da auch schon eine gewisse Logik heraus, dass es zwei große Standorte in der Schweiz gibt. Einen im französischsprachigen Westteil und einen eben, wo vorzugsweise Deutsch gesprochen wird. Genau, ja. Ja. Aber man muss schon festhalten, jetzt auch mit deiner Ausbildung, ein Genussmensch warst du quasi schon immer. Du hast da nur vom Einsteckenpferd aufs andere halt umgesattelt. Ne? Aber das war auch immer wichtig, irgendwie schöne Sachen zu genießen. Genau, ja, das ist auch Grundsatzberuf, berufsbedingt vom Koch, wo ich gelernt habe. Mich hat irgendwie die Faszination Essen und Trinken nie losgelassen. Und Gott sei Dank sieht man auch nur den oberen Teil von mir und den unteren Teil nicht. Ja, aber zum Glück sieht man uns beide nicht. Das sage ich da lieber, weil mir geht es natürlich genauso. Aber ich für mich sage immer, jetzt ein rein asketisches Leben, da wüsste ich auch nicht, für was man dann letzten Endes lebt. Das stimmt. Also, insofern stehe ich mir das zu, auch wenn man natürlich den einen oder anderen neidischen Blick hat auf jemanden, der sich da vielleicht ein bisschen besser beherrschen kann, zumindest aus meiner Sicht raus. Das heißt, dein Weingut läuft jetzt seit 2016. Du hast auch mittlerweile einen Hofladen, klingt jetzt blöd, weil es so von den Bildern her passt für mich jetzt nicht, aber du hast ein Geschäft, wo du deine eigenen Weine verkaufst und eben auch Whiskys und Zigarren, ne? Genau. Also unsere Betriebsstruktur ist ja so aufgegliedert, dass wir unseren Betrieb auf vier Säulen aufgebaut haben eigentlich. Die eine Säule ist unsere eigenen Weine, die Vermarktung unserer eigenen Produktion. Ein Teil sind die Lohnkelterungen, die wir aufgebaut haben. Ein Teil sind Fine Dining Events. Ich koche selber. Und im Laden, wir haben einen Platz für maximal 16 Personen. Und dann ist das vierte Element eben unser Verkaufslokal. Und wir haben auch ein bisschen festgestellt, wenn man kein Verkaufslokal hat, die Leute trauen sich nicht so an der Haustüre klingeln und sagen, hey du, ich brauche noch zwei Flaschen Wein für den Geburtstag, sondern fühlen sie sich immer nicht wohl. Und da haben wir uns eigentlich entschlossen, das ist der Hauptgrund, dass wir uns entschlossen haben, unseren Laden zu machen. Und wir haben so plus minus 30% Öffnungszeiten. Das funktioniert recht gut. Wir sind recht froh, dass wir das so machen konnten. Und euer Kundenklientel, ist es hauptsächlich Liechtensteiner, Schweizer oder kommen auch viele aus Feldkirch rüber? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also der Großteil natürlich, allgemein zum Absatz von Liechtensteiner Weinen, der Großteil findet in Liechtenstein selber statt. Das ist auch gut so, dass wir unseren Haustürmarkt quasi nicht vergessen, dass der da funktioniert sehr gut.
Aber wir haben auch Tourismus in Liechtenstein natürlich und auch Liechtenstein Tourismus als Organisation selber, die vermittelt auch sehr viele Gäste zu uns aufs Weingut. Also wir haben auch internationale Gäste hier, das ist eine spannende Geschichte. Aber ich möchte es mal so betonen, bei uns sind es 85% ist Inlandabsatz, auch bei uns im Laden. Okay. Ja, ist ja auch für den Schweizer Markt eine Besonderheit, wenn man so will, zumindest aus deutscher Sicht, dass die Schweizer Weine zu fast 90% im Land getrunken werden. Also der Heimatmarkt, Heimatkonsum, das patriotische Trinken, wie ich es immer sage, ist da einfach sehr stark ausgeprägt. Spielt natürlich schon mit rein, dass jetzt der Schweizer Preisniveau natürlich ein anderes ist, was jetzt so der standarddeutsche Konsument gewohnt ist von seinem Heimatland. Das heißt, da ist einfach die Zahlungsbereitschaft leider, finde ich, bei vielen Deutschen zumindest nicht so ausgeprägt, dass sich da Schweizer Wein automatisch aufdrängt. Aber deswegen ist es so ein bisschen auch im Schatten. Also ich denke, zum einen, das ergänzt sich, ja. Zum einen ist das Preisniveau ein anderes, zum einen wird halt sehr, sehr viel einfach im eigenen Land getrunken und damit ist es so ein bisschen ein weißer Fleck auf der Weinkarte, zumindest aus deutscher Sicht, ne? Ja, das erfahre ich natürlich auch jedes Mal. Ich bin natürlich auch viel in Europa unterwegs und Liechtenstein ist als Weinland so uninteressant für viele, dass es schon wieder interessant ist, weil auch viele denken, ja, ich nehme Liechtenstein mit auf die Karte, dann habe ich ein Weinland mehr. Das ist dasselbe, was du ja mir bestätigst eigentlich. Ja, genau. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende an Liechtenstein und die junge Generation an Liechtensteiner Winzern, die sind schon interessiert, um ein bisschen mehr zu machen. Ja. Ja, absolut. Also es ist einfach was, wo, wenn das auf der Weinkarte steht, wo man einfach drüber stolpert und damit einfach Interesse weckt und auch ein bisschen ins Gespräch kommt und die Leute einfach mit Hintergrundinformationen auch ein bisschen locken kann. Und es ist halt einfach off the beaten track, ja. Und wer da einfach ein bisschen Interesse hat, der stolpert natürlich drüber, genauso wie es mir auch gegangen ist. Du hast es schon gesagt, du hast normale Öffnungszeiten, die man auf deiner Homepage auch sieht. Da findet man auch Hinweise auf deine Veranstaltungen, nehme ich an. Genau. Ne? Genau. Und das verlinke ich natürlich auch, liebe Hörer, in den Shownotes, dass ihr da ganz einfach auf die Seite vom Uwe gehen könnt. Kleiner Hinweis, ich weiß nicht, wann ihr es hört, die Folge, aber im Augenblick, ihr habt jetzt über einen Jahreswechsel, habt ihr auch erstmal ein bisschen Erholung für euch verordnet, ne? Ja, das ist so. Wir hatten dieses Jahr eigentlich grundsätzlich keine Ferien, keinen einzigen Tag. Ich habe noch zwei kleine Mädels und mit denen haben wir halt so Wochenende Ausflüge gemacht, aber uns hat dieses Jahr auch das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, auch wie natürlich vielen, vielen anderen Weingütern in ganz Europa. Wir haben vor 2 Jahren auf Bio umgestellt. Mhm. Also wir sind kein zertifiziertes Weingut, aber wir produzieren naturnahe, nach biologischen Richtlinien. Und wie man weiß, wenn es da regnet, dann muss der Winzer raus. Und ich weiß nicht, wie viel Mal, dass ich in den Traktor reingestiegen bin oder wie viel Mal, dass ich ausgestiegen bin. Aber es war dieses Jahr enorm. Ja, nee, es war auch bei uns sehr durchwachsen. Also gerade der August war halt, ist eigentlich ausgefallen in Bezug auf Sommer. Ging es sich gut aus am Ende? Bist mit der Qualität und Menge zufrieden oder war es einfach schwierig? Also mit der Menge war es insofern schwierig, weil wir hatten am 31. Juli nochmals eine rechte Hagelfront, also die einzige, Gott sei Dank, die wir letztes Jahr hatten. Und da hat es uns relativ stark erwischt, vor allem in den Oberländern, in Schaan, in den Oberländerlagen, wo wir fast 60% verloren haben, einfach durch den Hagel. Mhm. Aber die Qualität, das, was wir abgenommen haben, und das wird sehr gut. Mhm. Okay. Vielleicht zum Verständnis für die Hörer, Hagel als Unwetter oder als Risiko im Weinbau ist einfach nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, die Gefahr wird jetzt im Zuge der Klimaerwärmung oder Klimaänderung eher zunehmen, weil man einfach immer mehr Dark-Wetterereignisse hat, und da zählt natürlich gerade wenn man jetzt so in meteorologischen
Bereich nicht wahnsinnig sich gut auskennt, ist natürlich in bergigen Regionen das Gewitter und damit auch das Hagelrisiko natürlich noch viel höher wie jetzt im flachen Land. Aber für dich als Winzer, was bedeutet das letzten Endes? Gibt es da eine Versicherung, die einem dieses Risiko abmildert, oder ist es einfach so, dass man dann immer schon mit einem gespannten Auge, ängstlichen Auge vielleicht auch auf den Wetterbericht sieht und guckt, okay, jetzt in 2 Tagen könnte man dran sein und damit ist einfach auch wirtschaftlich mit einigen Schaden zu rechnen? Ja, das ist schon so, aber grundsätzlich ist das Wetter das Einzige, was mich nicht stresst in meinem Leben, weil es das Einzige, was ich nicht beeinflussen kann. Wir müssen es nehmen, wie es ist. Versicherung gibt es, ja, aber da wir nicht in jedem Jahr Hagel in die Ernte haben oder extreme Hagelverluste haben, ist für uns die Versicherung relativ eine teure Angelegenheit. Wir haben eine interne Hagelversicherung, wenn man das so sagen will. Wir haben verschiedene Reblagen an verschiedenen Orten in verschiedenen Gemeinden. Das heißt also, es wird uns partiell immer irgendwo ein bisschen mit Hagel treffen. Aber wir haben das eigentlich so gelegt, dass wir die Weinberge relativ weit auseinander sind und wir haben relativ viel mit Hagelnetzen bestückt. Das ist eigentlich meine Betriebsversicherung, wenn ich das so sagen will. Also in der Finanzbranche würde man jetzt da einfach von Diversifikation sprechen, ne? Dass genau. Man sich alles auf eine Karte setzt und dann einfach in jedem Fall einfach was übrig bleibt, sodass man in einem Jahr auf jeden Fall auch nicht da betriebswirtschaftlich Schiffbruch erleidet. Weil ich denke, wir haben viele Hörer, die nicht nur gerne Wein trinken, sondern auch Whisky. Und ich auch so ein Whisky-Liebhaber bin, möchte ich da jetzt off-topic quasi nochmal kurz zu sprechen kommen, auch auf diese Sparte von dir. Du hast es schon im Vorgespräch gesagt, du bist da quasi auch vom Trinker zum Verkäufer geworden, wenn man es mal so salopp sagen möchte. Hast du dich da auf irgendwas spezialisiert oder wie würdest du dein Sortiment in Bezug auf Whisky beschreiben? Spezialisiert habe ich mich eigentlich auf gar nichts. Ich bin ein Gemütstrinker. Ich trinke das, was zu dem Zeitpunkt, wo ich Lust habe, Whisky zu trinken, trinke ich dann das? Es kann rauchig sein, aber es kann auch fruchtig sein. Nicht zu jeder Zeit jeder Whisky. Aber wir haben so plus minus 600, 700 verschiedene Produkte bei uns im Laden. Da wird sich was finden. Wir verkaufen die Produkte. Wir haben aber auch Fässer in Schottland liegen. Also wir haben auch eigene Hausabfüllungen. Ah, okay. Und wir produzieren auch eigenen Liechtensteiner Whisky. Da wird der erste, schätze ich mal, Mitte dieses Jahres ein 4-jähriger Bourbon Cask auf den Markt kommen. Mhm. Ja, so, ich bin auch ein bisschen tief in dem Business verankert. Das ist auch eine Leidenschaft unter anderem von mir, aber unter anderem nicht nur das Whisky trinken. Du hast das ja auch schon gesagt, Schottlandreise. Mhm. Mich fasziniert auch das Land. Und die Leute und das ist, ja, für uns ist das ein bisschen, wenn wir nach Schottland fahren, ist es ein bisschen nach Hause kommen. Super. Und das heißt, dem Whisky, den du selber machst, wird er dann gepietet sein oder? Wir haben so ein Projekt mit einer Mikrobrauerei in Liechtenstein und mit dem Destillateur bei uns im Dorf. Der eine macht den Grundstoff, der andere destilliert und bei mir wird das Ganze gelagert. Grundsätzlich produzieren wir nur unpeated Stoff, also nicht getorfte Geschichten. Aber wir haben natürlich auch peated im Angebot, aber wir haben jetzt der erste, der rauskommen wird, liegt in Original Lafroac Quarter Cask Fässer. Und da, wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, muss der Prophet zum Berg. Also das heißt, bei uns getorftes Korn kriegen ist eine schwierige Geschichte. Da haben wir gedacht, wir nehmen getorfte Fässer und wir bringen das so, dann wird das soft peated und das wird eine ganze gute Sache. Ja, Lafroac ist ja eine Brennerei, die auf der Insel Islay zu Hause ist und ist quasi, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen was wie das Synonym für stark getorfte Whiskys und entsprechend geben wahrscheinlich die Fässer von der Brennerei dann auch den Geschmack noch ab nach. Genau. Ja, das ist so ein bisschen die Idee wahrscheinlich dahinter. Und
jetzt stelle ich mal die Frage, die ich oft selber gestellt bekomme und sie ein bisschen bescheuert finde. Trotzdem stelle ich sie. Was ist denn dein Lieblingswhisky? Wissend, dass es natürlich immer auf viele Sachen ankommt, welcher Whisky gerade am besten passt. Aber gibt es einen, wo du sagst, der ist für dich der absolute Favorit oder zwei, drei? Nein, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Favoritentrinker. Ist dasselbe ist bei mir beim Wein auch. Ich habe keine Favoriten. Ich liebe beim Wein die Burgunder. Ich bin Burgunder- und Riesling-Fan. Und dasselbe ist beim Whisky auch. Ich liebe Sherrybuds. Also alles, was in Sherryfässern liegt, taugt mir unheimlich. Mhm. Aber ich liebe gerade auch so Eilergeschichten. Und wenn ich Eiler trinke, dann trinke ich sehr, sehr, sehr gerne Kilchoman. Das ist eine junge Distillerie seit 2005. Und wenn ich nicht getorfte Sachen trinke, dann trinke ich sehr gerne Abralur. Das sind so Favoriten von mir. Ja, da war man natürlich auch damals und da hatte ich auch eine eigene Whiskyflasche abgefüllt. Die hatten da Event ist jetzt falsch gesagt, aber wenn man die Brennerei besucht, dann kann man aus einem der, ich glaube, das war auch ein Sherry-Fass, konnte man sich quasi die eigene Flasche abfüllen. Und bei der Rundreise habe ich natürlich auch vermeintlich Raritäten gekauft, wo ich meine, ich muss gerade überlegen, wann das war. Das muss 2007 vielleicht gewesen sein, 2008, wo wir das gemacht haben. Da war die Whisky-Branche oder der Whisky-Markt auch noch ein bisschen ein anderer wie heute, würde ich sagen. Da war diese ganze Single-Malt-Geschichte gerade so am Hypen. Da ist man ja jetzt ein bisschen weggekommen davon, aber das Sortiment bei den Brennereien ist trotzdem noch viel, viel größer geworden und fast schon unübersichtlich, wobei jetzt der Hype eher so Richtung Gin geht. Also da ist so der Whisky vielleicht ein bisschen, musste da ein bisschen zurückstecken, aber 2008, 2007, wo, als wir dort waren, war das eben gerade so die absolute Aufbruchsstimmung, dass das überall wahnsinnig gehypt worden ist. Und da waren wir eben bei vielen Brennereien und einen weiß ich noch, den Mortlach, wenn ich den richtig ausspreche. Ja. Das war so einer, in Elgin, glaube ich, habe ich den gekauft in so einem großen Whiskyhaus, wo es hieß, naja, die Brennerei gibt's gar nicht mehr und das wird auf jeden Fall mal eine Rarität und ist sozusagen eine Geldanlage. Kannst du das irgendwie bestätigen oder wurde ich da übers Ohr gehauen? Naja, das ist relativ schwierig mit den Geldanlagen im Whisky-Business. Ja. Was Geld gibt, sind die First Fills, wenn man bei Destillerien zu First Fill-Geschichten kommt. Wir waren in Schottland kürzlich und haben bei Glyside und Lindors Abbey, das sind zwei Destillerien, die neu aufgekommen sind, konnten First Fill-Fässer kaufen. Das ist eine ganz sicher spannende Geschichte. Und bei Destillerien, die es generell nicht mehr gibt, werden die Preise auch steigen. Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Flaschen das produziert wurden, wo sie hinverkauft wurden, Europa oder asiatischer Markt. Ist es eine No-Aged-Abfüllung oder ist es eine Abfüllung mit Jahrgang und so. Also ein bisschen Sachen, aber die Preise allgemein, die steigen sicher. Ja, eine Flasche, die ich noch unten habe, wo damals ging so ein bisschen Richtung First Fill, das war von der wiedereröffneten Brennerei, wenn ich es richtig im Kopf habe, und zwar Port Charlotte, auch auf Eiler gelegen. Und da habe ich mir damals zwei Flaschen PC6 gekauft, wo das Spannende daran war, dass das in dieser Metallröhre, wo die Flaschen ja oft verkauft werden, Bilder von den Mitarbeitern drauf waren. Ja. Und da war der Brenner dann drauf oder der Melzer oder wie auch immer. Und das war so eine Flasche, wo es auch hieß, ja, wer jetzt noch ein PC6 stehen kann, der sollte das machen, weil das ist jetzt eine wiedereröffnete Brennerei und da wird die Nachfrage sicherlich noch zunehmen. Ne? Ganz genau. Gut, dann kommen wir aber schweren Herzens, hätte ich jetzt fast gesagt, wieder zum Wein zurück. Dann lass uns noch mal ganz kurz auf Liechtenstein als solches oder auch auf deine Lagen letzten Endes kommen. Welche Böden finden wir da an? Ich würde jetzt nicht sagen, ja, oder kann man da vielleicht sogar vom alpinen Weinbau sprechen in Liechtenstein? Ist das ein Begriff, der da verwendet wird? Ja, ich denke, das trifft die Aussage gar nicht so schlecht. Liechtenstein hat generell Südlagen und Südwestlagen. Wir sind eingegrenzt links und rechts von Bergen. Und wenn wir die Süd-Südwestlagen anschauen, das ist eigentlich
quasi Felsabbruch. Das sind sehr durchlässige, sandige Böden. Und da, wo unser Haupthaus steht, Weingut am Fuße vom Eschner Berg, das ist Felsvorschub, Moränenvorschub, Gletschervorschub. Und das ist relativ fette Böden mit relativ hohem Lehm- und Humusanteil. Also wir haben total verschiedene Böden hier in Liechtenstein. Wir haben eigentlich fast alles. Ja, das ermöglicht dir, du hast es ja schon gesagt, du hast viele Lagen an verschiedenen Stellen, ermöglicht dir natürlich auch eine breite stilistische Bandbreite anbieten zu können letztens. Ja, das mit der Bandbreite ist auch noch so eine Geschichte bei uns in Liechtenstein, weil wir hatten bis vor Jahren eigentlich nur Pinot Noir und Müller-Thurgau angebaut, weil die ältere Generation einfach gesagt hat, bei uns wird nichts anderes reif und bei uns wächst nichts anderes. Aber die junge Generation Winzer hat auf weniger Ertrag gesetzt. Man schaut mehr, wo setzt man was an. Mhm. Und bei uns wächst mittlerweile 60, 70 verschiedene Rebsorten. Es gibt Weingüter, es gibt vier große Weingüter in Liechtenstein. Das bekannteste ist sicher das vom Fürst in Liechtenstein. Mhm. Das ist das älteste Weingut in Liechtenstein. Und die anderen drei Weingüter, wo ich dazugehöre, sind eigentlich alles Erstgenerationswinzer. Die haben ihre Betriebe von null aufgebaut. Und ein Weingut ist sehr stark auf Pibi-Rebsorten eingestellt. Wir sind jetzt international eingestellt. Und aber es findet sich bei uns von Riesling über Chardonnay, über Weißburgunder, über Shiraz, über Merlot, über Cabernet Franc, Blaufränkisch, Zweigelt, findet sich extrem breite Spannweite an Rebsorten bei uns hier. Mhm. Ja, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil ich sage mal jetzt von traditionellen Anbaugebieten mit einer jahrhundertlangen Tradition, auch in der Breite ganz anders aufgestellt, also wenn man jetzt, was weiß ich, an Rheingau oder Burgund denkt, ist es ja oft so in den Weinanbaugebieten, dass man sagen muss, da findet mehr eine Fokussierung fast statt, dass man wieder, auch in Deutschland stelle ich das in vielen Gebieten fest, dass man eher den Rebsortenspiegel reduziert, weniger Rebsorten anbaut, um sich einfach ein bisschen besser zu fokussieren, sage ich jetzt einfach mal, um auch darüber halt die Qualität vielleicht noch ein Stückchen weiter zu treiben. Aber wenn man jetzt natürlich in einem Anbaugebiet ist, wo relativ viele Winzer Erstgenerationswinzer sind, wie du gesagt hast, denke ich, ist man da schon noch auch ein Stück weit in so einer, soll es nicht despektierlich klingen, aber vielleicht in so einer Probierphase, wo man einfach ein bisschen guckt, was halt auch wo gut funktioniert, ne? Ja, auch wir sind, ich sagte immer, wir sind immer noch bei gewissen Rebsorten, die wir neu anpflanzen, in der Findungsphase. Aber bei uns ist natürlich auch noch ein bisschen schwierig, da wir umzingelt sind von anderen Weinregionen, von großen Weinregionen, ist es schwierig, ein Weingut aufzubauen mit zwei bis drei verschiedenen Weinen. Man kann bei uns beim Aufbau braucht das relativ viel finanzielle Mittel. Und je breiter das man aufgestellt ist, je breiteres Publikum spricht man an. Und das ist also unser Start. Wir sind aber jetzt auch wieder bereits am Rückgang mit Sortenproduktion, das heißt also, wir wollen auch wieder unser Sortenspiegel werden wir beibehalten, aber wir werden unsere Weine verkleinern, also unsere Auswahl ein bisschen enger machen, dass wir auch von gewissen Geschichten ein bisschen mehr produzieren können und das ergibt sich, aber wir sind auch, muss es ehrlich sagen, wir sind in einer Findungsphase. Und ich denke für so Erstgenerationswinzer sind wir relativ rasch und relativ schnell eigentlich gut in die Gänge gekommen. Das war eigentlich eine Knacknuss. Ja, ich meine, man muss ja schon sagen, gerade jetzt mit so Leuten wie dir, die breit ausgebildet sind, sehr viel Know-how mitbringen, vielleicht auch eine gewisse Nähe zu Forschungsanstalten oder anderen Winzern haben, da ist natürlich die Verfügbarkeit des reinen Wissens ist sicherlich gegeben, wenn man es drauf anlegt. Aber trotzdem spielt natürlich schon auch ein Stück weit die Erfahrung mit rein, vielleicht auch das Kennenlernen der eigenen Lagen, um auch das Wissen, was man abrufen kann, letzten Endes halt
umzusetzen und einfach auch zu sehen, was halt hier und da funktioniert. Und da ist es einfach auch ein bisschen ein Trägerprozess, weil natürlich, wenn man jetzt eine Anlage pflanzt, dann dauert es 3-4 Jahre, bis zum ersten Mal was rauskommt. Dann probiert man da 5, vielleicht 10 Jahre rum und schwuppsdiwupps sind 20 Jahre vorbei, bis man vielleicht die Entscheidung trifft. Ah, okay, da funktioniert jetzt vielleicht Chardonnay doch besser wie Müller-Thurgau. Und dazu kommen noch so große Trends wie jetzt Klimawandel etc. Also da muss man sich viel Gedanken machen, möchte ich sagen, und viel probieren, aber letzten Endes, bis hinten anderer Wein oder rauspurzelt, gehen einfach sehr, sehr viele Jahre ins Land. Das ist einfach nicht wie in der IT, ne? Ja, das ist wirklich so. Aber wenn du das so machst, wie das wir machen, also von der Pike auf wirklich in 50 Jahren ein Weingut aufbauen, muss man sich auch keinen Hehl draus machen, zum sagen, man probiert mal so 2-3 Jahre die eigenen Produkte zu produzieren und schaut mal, wie weit das man kommt. Und dann merkt man auch, man steht irgendwo. Und aber der gewisse Kick fehlt noch zum was machen. Und wir arbeiten auch mit einem Flying Winemaker zusammen. Einfach wo ein bisschen Internationalität auch bei uns reinbringt und das ist also als Aufbaubetrieb fast unumgänglich eigentlich. Ja, es ist Gold wert. Ne? Das ist ja, im absolut. Prinzip das, wo einfach so ein Nachbrenner auch da ist, wo man einfach sich viele Jahre des Selbststudiums oder des absolut. Probierens einfach spart. Ne? Um die Qualität, um das geht es am Ende des Tages, um die Qualität erreichen zu können, die man ja selber anstrebt. Ne? Um das, genau. denke ich, das ist ja das eigentliche Ziel. Ergänzend sei noch erwähnt, du hast das Stichwort Piwi-Rebsorten schon genannt. Da verweise ich nochmal auf die 27. Ausgabe von meinem Wein-Podcast vom 6. Juni 2020, wo ich extra eine Sendung gemacht habe, Weine aus biologischem Anbau aus Piwi-Rebsorten. Und Piwi steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Also das sind meistens Hybride, die eine natürliche, ja, Immunität ist zu viel gesagt, aber eine gewisse Widerstandskraft gegen Krankheiten bringen. Und gerade in der Schweiz, denke ich, ist das schon fast ein größeres Thema wie in Deutschland, weil es da viele Winzer einfach gibt, die mit Piwis experimentieren. Klingt jetzt auch wieder so abfällig, aber die viel stärker auf Piwis setzen, wie es in Deutschland der Fall ist. Ne? Ja, genau. Ja, jetzt haben wir schon den Boden angesprochen. Da habt ihr jetzt quasi ein großes Sortiment an verschiedenen Böden, wo man drauf reagieren kann mit verschiedenen Rebsorten. Das Klima hat man auch schon angesprochen. Also ist natürlich sehr stark geprägt durch die hohen Berge, durch die Ausrichtung letzten Endes auch, die sich durch Taleinschnitte und Hänge ergibt natürlich. Und das führt natürlich automatisch auch zu dem Terroir-Gedanken. Und da war ich sehr überrascht, weil, wie gesagt, mit Liechtenstein, ich gebe es gerne zu, habe ich mich selber sehr wenig beschäftigt als Weinbauland und als Weinakademiker. Da ist das, glaube ich, auch, ich müsste jetzt lügen, aber mir wäre nicht bewusst, dass im Rahmen der Weinakademiker-Ausbildung Liechtenstein angesprochen worden wäre, obwohl wirklich fast jedes Land angesprochen worden ist. Aber Liechtenstein hat man außen vor gelassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wo ich wirklich überrascht war, aber mit dem, was wir jetzt von dir erzählt bekommen haben, macht es natürlich hochgradig Sinn, ist eine AOC-System auch eingeführt worden ist, also sprich eine Lagenbezeichnung. Da musst du uns auf jeden Fall noch ein bisschen was drüber erzählen. Wie viele Lagen gibt es und wie ist das System überhaupt aufgesetzt? Also wir sind seit 2005 haben wir ein eigenes AOC-Gesetz in Liechtenstein. Das ist nicht ganz so wie in Burgund, dass die Lage eigentlich eine AOC ist, sondern bei uns ist das geknüpft an verschiedene Bedingungen und die größten Bedingungen sind Ernte Gramm pro Quadratmeter. Da gibt es Kategorie 1, Kategorie 2 und Auslese. Mhm. Und wenn man, ich sage es einfach salopp gesagt, je weniger das man erntet, je in eine höhere Kategorie fällt man bei uns rein. Bei uns sind nicht die Lagen spezifisch ausgezeichnet, dass man jedes Jahr von dieser Lage AOC produzieren kann, sondern bei uns ist das eigentlich eine Gramm pro Quadratmeter Beschränkung und gegliedert an die Zuckergrade. Mhm. So ist bei uns das Gesetz eigentlich aufgebaut. Mhm. Ja, das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass die Ertragsbegrenzung in vielen
Ursprungsbezeichnungen oder Lagenbezeichnungen natürlich integraler Bestandteil ist. Jede Lage, wo es um Qualität geht, und ich meine, es ist ja die Idee einer Lage, das aus Qualitätskriterium zu sehen, ist natürlich im Ertrag begrenzt, weil alles andere macht keinen Sinn, weil das einfach der größte Hebel ist zur Qualitätssteigerung. Insofern ist es schon im besten Sinne üblich und das, was einfach mit Lagenbezeichnungen verbunden ist. Aber es ist dann, am Ende ist es doch eine Mischung, sag ich mal, aus der vielleicht sehr deutschen Denke, dass der Zuckergehalt eine große Rolle spielt. Ne? Das finde ich auch spannend, weil das bei uns ja gerade so ein bisschen am Kippen ist, dass man eigentlich den reinen Zuckergehalt ein bisschen über Bord werfen möchte als Qualitätskriterium. Ja, bei uns ist es, wir auf dem Weingut schauen auch bei der Ernte nicht so enorm auf den Zuckergehalt. Ich messe mein Zuckergehalt genau einmal in den Reben, dass ich mir plus minus eine Marke habe, wo wir gerade stehen. Aber wir ernten eigentlich nach physiologischer Reife von den Trauben. Hm. Und die bestimmst du über die Kernfarbe? Oder? Ja, die bestimme ich über wie schaut das Holz aus, wie schauen die Trauben auf, wie sind sie geschmacklich, ist Stielansatz verholzt, die Kerne braun. Wir bestimmen das eher so und über den Geschmackstest. Ja, das wir haben ist so die beste Erfahrung gemacht. Naja, das ist auch das, was sich auch bei uns immer mehr durchsetzt. Ja. Und damit einhergehend, denke ich, kam auch die Idee auf, sich ein bisschen von der Öxle-Dominanz als Qualitätskriterium loszusagen, weil wir wissen es alle, es hängt stark von der Rebsorte ab und gerade die Rebsorten, die jetzt getrimmt worden sind für hohe Zuckergehalte und schnelles Reifen, sind jetzt nicht vielleicht die am hochwertigsten angesehen werden. Also ich denke, da macht schon durchaus Sinn, sich andere Kriterien zu überlegen, als wie jetzt den reinen Zuckergehalt. Aber letzten Endes sind die Lagenbezeichnungen bei euch dann schon auch abgegrenzte Gebiete, wo quasi der Wein wachsen muss, damit man sich dann die Lage dann auch draufschreiben darf. Aufs bei uns funktioniert das komplett anders. Es wird wirklich nur über die Gramm pro Quadratmeter und den Öxelgehalt eigentlich wirklich gemessen. Aber bei uns ist es auch noch ein bisschen schwieriger im Weinbau wie anderswo in Europa. Wenn man die Schweiz anschaut, als Hobbywinzer, darf man 100 Quadratmeter Reben ansetzen und in Deutschland, 400 Quadratmeter in der Schweiz, Entschuldigung, und in Deutschland wird das so in Österreich um die 100 Quadratmeter plus minus sein, denke ich mir mal. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es sogar nur 99 Stöcke. Naja, aber, so. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja. Und bei uns in Liechtenstein ist es so, dass man als Hobbywinzer 3 Hektar ansetzen darf. Hm. Aber man muss sich das auch anders vorstellen. Ein Großteil unserer Weinberge liegt im Bauzonengebiet. Also bei uns gibt's nur in Vaduz und ausgegliederte Weinbauzonen und offiziell ausgegliederte Weinbauzonen, und alles andere ist bewilligungspflichtig vom Land. Also wir müssen anfragen, dürfen wir hier Reben setzen. Aber das meiste, der Großanteil, liegt auf extrem teurem Bauland. Und daher wäre es auch unverfroren zu sagen, wir machen eine Lagenbezeichnung und in 10 Jahren steht da ein Haus und dann hat das Haus AOC, aber wir haben keinen Wein mehr drauf. Naja. Ja, das ist ein ganz interessanter und oft unterschätzter Punkt, den ich aber in einem meiner Online-Weinkurse, und zwar im zweiten Online-Weinkurs, ausgiebig bespreche, wo die Frage gestellt wird, was darf guter Wein kosten und wie setzt sich der Weinpreis zusammen? Da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle, die einem als Kunde jetzt so gar nicht bewusst sind und letzten Endes auch nicht wahnsinnig interessant sind. Trotz allem muss man es schon sich einfach überlegen, finde ich, weil das reine Preisvergleichen, wo kostet der Chardonnay 5 Euro oder 10 Euro, finde ich, führt immer ein bisschen in die Irre und eigentlich vom Thema Wein auch ein gutes Stück weit weg. Aber was man in den großen Anbaugebieten wie Burgund oder Bordeaux einfach nicht unterschätzen darf, ist die Konkurrenz vom Weinbau zum Ertrag auf der Fläche, wenn man mit da was anderes macht. Also sprich, kann ich mehr Geld verdienen, wenn ich das Land verkaufe und da eine Firma oder ein Wohnhaus hinstelle, oder bringt der Wein mehr? Und das muss sich natürlich in den, der Grundstückspreis schlägt sich einfach auch im Weinpreis nieder.
Und das ist, denke ich, auch ein Aspekt, warum vielleicht der Schweizer Wein grundsätzlich ein bisschen teurer sein muss, wie es jetzt vielleicht wir als Deutsche gewohnt sind, ne? Was bei uns eigentlich auch noch auf den Weinpreis wirklich richtig reinhaut, sind bei uns einfach auch im Verhältnis zu Deutschland oder auch zu Österreich und umliegende Länder, ist Liechtenstein, Schweiz, sind die hohen Personalkosten. Bei uns sind die Personalkosten im Verhältnis extrem hoch. Ja, sehr spannend. Also das sind genau die Sachen, wo ich finde, wo man einfach merkt, dass Europa kleinteilig ist, dass die Unterschiede beim genauen Hinsehen dann beim Grenzübertritt vielleicht doch größer sind, wie man sie immer am Anfang wahrnehmen möchte. Was gibt es noch zu Liechtenstein als Weinbauland zu sagen? Was gibt es noch zu sagen? Liechtenstein hat knapp zwischen 3 und 24 Hektar Rebfläche, also was in Deutschland eigentlich eher oft ein kleineres Weingut ist, hat ganz Liechtenstein. Es gibt 4 professionelle Weingüter, das habe ich schon erwähnt. Es gibt 120 Winzer insgesamt, die meisten sind Hobbywinzer, die betreiben das im Nebenerwerb, sehr kleine. Das heißt also, von Produktion von 100 Flaschen im Hobbybereich bis 3.500, 4.000 Flaschen. Das ist bei uns eine sehr spannende Geschichte. Es wird in den 11 Gemeinden, werden 10 Gemeinden wird Weinbau betrieben. Und früher plus minus 1900 rum, hatte Liechtenstein um die 300 Hektar Rebfläche. Heute haben wir, wie gesagt, knapp 10% davon. Hat ein paar Einflüsse. Man sagt immer, dass um 1900 die Reblauskatastrophe relativ viel hingerafft hat. Ja, das mag schon sein. Bei uns hat es nicht ganz so enorm zugetroffen. Dann war in Liechtenstein. Was ja schon spät war, ne? Wenn die erst 1900 bei euch war, weil ich sage mal, die Anfänge waren ja Mitte der 1860er Jahre, war die schon spät dran dann. Ne? Ja, aber bei uns hat es ein bisschen andere Einflüsse gehabt. Es war die zwei Kriege, die waren, die haben auch ein bisschen was dazu beigetragen, aber ein riesen Schritt zum Niedergang vom Weinbau in Liechtenstein war sicher der Arlberg-Tunnel, der gebaut wurde, weil man konnte zu dieser Zeit günstig Wein mit dem Zug in Tankwagen in die Schweiz bringen, nach Liechtenstein. Und wir haben bis in die 80er Jahre, hatten Kellereien bei uns Wein gekauft aus Südtirol und haben den abgefüllt, Andrianer und Kalterer. Das war bei uns ein bisschen der Niedergang und dann kam die Industrialisierung. Man hat halt, das ist zwangsläufig so, dass man in der Industrie zu dieser Zeit mit weniger Krampf mehr Geld verdient hat. Das war auch ein bisschen ein Grund, warum eigentlich der Niedergang war. Und man muss auch sagen, früher war Liechtenstein, wo wir noch relativ viele Rebflächen hatten, also im Jahr 1920, 30er, 40er Jahre, war Liechtenstein ein Weinexportland. Wir haben Wein exportiert in die Schweiz. Das tönt komisch, aber das ist tatsächlich so. Ja, und wie gesagt, der größte Niedergang war sicher der Arlberg-Tunnel, dass billig Wein eigentlich importiert werden konnte. Ja, da sieht man es mal immer, gell? Was dann so große Wirtschaftsprojekte, die dann natürlich immer mit freudigen Hosianna-Gesängen angekündigt und umgesetzt werden. Genau. Aber, sage ich mal, im Klein-Klein oder ich meine, es sind ja industrielle Projekte, die natürlich für die Volkswirtschaft sicherlich vorteilhaft sind, aber für kleinere Strukturen und vielleicht nicht die allerwichtigsten Branchen in einem Land, kann es dann halt schon auch ganz schön negative Auswirkungen haben, ne? Definitiv. Ja, und dann war es halt so, dass in den 90er Jahren wieder so ein paar Wilde, also die Generation von meinem Vater und so, die haben wieder ein bisschen als Hobby in den 80er, 90er Jahren angefangen, ein bisschen Wein anzupflanzen und haben das wieder ein bisschen in Schwung gebracht und die Region ein bisschen wieder aufgewertet und jetzt ist ja die junge Generation eigentlich am Werk und es geht eigentlich immer stetig aufwärts bei uns. Das einzige also Problem. Nimmt die Rebfläche noch zu? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil die 4 professionellen Betriebe, die bei uns bestehen, die sind eigentlich relativ gut bestückt mit Rebfläche und so. Aber die bei den Hobbywinzern ist auch eine, wie überall, eine Überalterung festzustellen.
Und dann ist es auch relativ schwierig, wieder junge Leute zu begeistern, sich wieder im Weinbau irgendwas zu machen. Aber ich sage mal so, die Rebfläche hält sich plus minus so, wie sie momentan ist. Mhm. Wäre schön natürlich, wenn sich noch ein bisschen was zulegen würde. Aber da muss man junge Leute begeistern dafür. Ja, und das ist natürlich schwierig, weil es einfach ein Beruf ist, der mit vielen Risiken, wir haben schon das Wetter angesprochen, behaftet ist, schwere Arbeit ist, du hast das selber gesagt, die Freizeit geht gegen Null und ist auch körperlich anstrengend. Das ist jetzt vielleicht, sind jetzt alles Aspekte, die jetzt einen jungen Menschen bei der Berufswahl nicht unbedingt aus der Reserve locken, ne? Ja, und dann ist es auch so, dass es vielleicht nicht, bei uns in der Schweiz ist es halt so, dass man sagen muss, in der Landwirtschaft werden 55 Stunden die Woche gearbeitet, ist vielleicht auch nicht so attraktiv für viele Junge. Da braucht es schon Fanatiker oder Freaks, die sowas machen, ja. Überzeugungstäter, sagen wir mal. Ja, genau. Vorteilhaft, ja. Wobei jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt in der Finanzbranche, die in Liechtenstein sicherlich wichtig ist, oder auch in der Unternehmensberatung, wenn du dazu was kommen willst als Studienabgänger, dann wirst du auch nicht eine 40-Stunden-Woche haben, ne? Also jetzt rein so von der Arbeitszeit her, denke ich, wenn du da ambitioniert bist, musst du in vielen Branchen Gas geben. Da sind jetzt vielleicht 55 Stunden noch gar nicht mal das Hauptkriterium. Aber es ist halt körperliche Arbeit, es ist mit Risiken behaftet, man muss auf eigenen Beinen stehen, ja. Ja, kann ich schon nachvollziehen, dass man dann eher halt als junger Mensch sagt, du, weißt du was, ich gehe lieber zum internationalen Konzern in der Schweiz und mache da meine Karriere, und das ist dann alles in allem vielleicht attraktiver. Aber wenn man natürlich einmal Blut geleckt oder Wein geleckt hat, dann passiert es dem einen oder anderen, wie zum Beispiel dir halt schon, dass er dann da einfach haften bleibt und das dann machen muss. Ja, ich hab auch in vielen Berufen gearbeitet und war immer in Berufen, wo sehr stressbedingt war, auch in der Gastronomie. Und man war drinnen in geschlossenen Räumlichkeiten, man hat in geschlossenen Räumlichkeiten gearbeitet. Es gibt nichts Schöneres, als in der Natur zu arbeiten. Man sieht die Natur in ganz anderen Facetten, wenn man im Weinbau arbeitet, weil es kommt niemand in den Sinn, im Januar irgendwie bei Tiefschnee durch die Natur zu warten. Den wenigsten, wir arbeiten halt dann auch draußen. Und was bei uns im Beruf natürlich schön ist, man sieht quasi das Kind gebären und wachsen und gedeihen, bis es eigentlich in der Flasche ist. Und das ist das Spannende. Und dann sieht man auch die Entwicklung von dem Produkt. Also man macht das wirklich, wir sehen wirklich von der Pike auf, von der Pflanze auf, bis in die Flasche, bis in die Jahre gekommen, wie sich ein Produkt entwickelt. Und das ist eigentlich das Spannende, was ich an unserem Beruf finde. Gut, Uwe, bevor wir zu deinen Weinen kommen und die für sich sprechen lassen, vielleicht erzählst du uns nochmal ein bisschen was über dein Weinsortiment und deinen Rebsortenspiegel, den du im Angebot hast. Ja, also wir hatten früher war es so, dass wir eigentlich nur Pinot Noir bei uns im Sortiment hatten. Und dann kam Müller-Thurgau dazu. Das sind die Hauptrebsorten im Fürstentum Liechtenstein, Rot, also Pinot Noir und Müller-Thurgau. Das setzt sich auch ein bisschen fort wahrscheinlich, wird sich das so fortsetzen. Müller-Thurgau bei uns natürlich jahrelang im Verruf gekommen, einfach weil das hat niemand mehr getrunken, weil die Weine einfach dünn waren, sie waren sauer, sie waren nicht so bekömmlich. Neu hat Müller-Thurgau wieder einen riesen Aufschwung bekommen in Liechtenstein. Vom Pinot Noir muss ich gar nicht reden, das ist bei uns eigentlich immer sehr hochgeschriebene Geschichte gewesen. Dann haben wir in den 90er Jahren Chardonnay dazu gepflanzt und Weißburgunder. Das war dann so eine Versuchsgeschichte. Und heute haben wir eigentlich relativ viel Weißburgunder und relativ viel Chardonnay. Wir produzieren da ein Chardonnay, den wir im Barrique ausbauen, und ein Cuvée Blanc, wo aus Chardonnay und Weißburgunder besteht. Dann kam Rheinriesling dazu. Das ist also eine Ausblüte der Weinakademie in Rust. Ich habe Riesling lieben und hassen gelernt, so wie man das so richtig schön sagt. Und alle meine Freunde haben natürlich abgeraten, zum sagen, ja, setz da Riesling an, das wächst in Liechtenstein eh nie. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Es ist eine sehr junge Rebanlage, die wird sich dann noch hoffentlich in den Jahren entwickeln. Und
dann habe ich Pinot angesetzt. Also mit rein, muss ich kurz nachfragen, mit rein Riesling meinst du jetzt den grünen Riesling, den was wir als Riesling einfach bezeichnen? Genau, ja. Bei uns wird oft gesagt, wenn was bestellt wird im Restaurant, ich hätte gerne einen Riesling, aber die meinen bei uns in der Region alle Müller-Thurgau. Als Riesling? Also ja, bei uns sagen sie immer Müller-Thurgau, sagen sie immer, wir hätten gerne einen Riesling, aber wenn man bei uns von, weil man spricht von, man spricht von und bei uns eigentlich erst seit kurzem von Müller-Thurgau. Früher war das meiste als Riesling mal Silvaner gekennzeichnet. Okay, jetzt wird es richtig schräg, ja. Okay. Ja, das ist so, weil es war ja mal der Ursprung war ja Riesling mal Silvaner extrem früh. Und daher wurde, wenn bei uns Riesling bestellt wird, dann meint man bei uns in der Region Müller-Thurgau. Das ist noch von früher hängen geblieben. Also Altlast. Der bezeichnet Riesling jetzt mehr ein Weißweinstil, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ja, ja, genau so. Ohne auf die Rebsorte jetzt Rücksicht zu nehmen, oder? Genau. Dass man sich bewusst ist, dass man mit Riesling einen vermeintlich, wenn es sich um Müller-Thurgau handelt, einen eher einfachen, säurebetonten Weißwein ist, dann meint man damit diese Stilistik, bezeichnet ihn aus traditionellen Gründen aus Riesling, aber schert sich nicht drum, dass man damit eigentlich eine Rebsorte bezeichnet. Genau, okay. Genau, das ist gut erklärt. Und dann hatten wir, dann wie es halt so ist, man entwickelt sich ein bisschen weiter. Wir hatten Sekt produziert und daher habe ich noch Pinot Meunier gesetzt, Schwarzriesling. Wir produzieren seit diesem Jahr eigenen Sekt auf dem Weingut. Das ist momentan bei uns regional ein bisschen trendy. Okay. Und da verwenden wir Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Dann wird das gesetzt und dann auch ein Überbleibsel aus Rust. Ich habe Zweigelt gesetzt in Liechtenstein zu Versuchszwecken und Garanoir, eine Kreuzung von Gamme mal Reichensteiner, ist also halbpive Geschichte. So. Mhm. Und das sind so die Hauptsorten, die ich habe. Ich habe noch ein bisschen Gewürztraminer, ein bisschen Scheurebe und ein bisschen Johanniter und da produziere ich eigentlich einen Süßwein. Mhm. Und das sind so die Geschichten, die ich habe und kürzlich Merlot. Und das ist so mein Sortenspiegel. Okay, ja, schon umfangreich, ne? Und einfach, was wir eben schon angesprochen haben, so ein bisschen in der Ausprobierphase noch zu gucken, was geht im Versuchsanbau. Ja. Die Weine kann man bei dir im Laden kaufen, haben wir auch schon gesagt. Wie schaut es mit Versandhandel aus? Versand ist, machen wir über Internet. Bei uns kann man es auf der Homepage bestellen. Liechtenstein, Schweiz, kein Problem. Österreich, Deutschland, oft. Jetzt gerade vor allem in Corona-Zeiten war das enorm schwierig, weil die Grenzen zu waren. Wir hatten Versandprobleme noch und näher. Also ich habe ein Restaurant, die Weidmannsruhe in Thüringen, in Schleusingen-Neuendorf. Und es ist allgemein schwierig, nach Deutschland Versand zu machen. Momentan. Ich hoffe, das ändert sich jetzt dann langsam wieder. Und wenn dann, um nach Deutschland zu versenden, fahrst du dann nach Österreich rüber? Und nein, wir schauen, dass wir das meiste von da aus versenden können. Mhm. Aber so Kleingeschichten versenden wir von Österreich aus. Ja, da merkt man es halt dann doch wieder, ne? Was so die Ausrichtung oder Orientierung ausmacht dann letzten Endes und sei es halt nur im Rahmen der Versandkosten. Ja, das muss alles verzollt werden bei uns, wenn es nach Österreich oder nach Deutschland geht. Das ist auch oft eine schwierige Geschichte, aber ich hoffe, das legt sich jetzt dann wieder. Ja, hoffe ich auch für dich. Gut, dann kommen wir jetzt zum ersten Wein und zwar auf dem Riesling natürlich, den richtigen Riesling, den reinen Riesling. Das ist jetzt für mich zum Beispiel eine der Sachen, die werde ich jetzt, ich persönlich, aus unserem Gespräch mitnehmen, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, ja, dass in einer anderen Region Riesling so bezeichnet wird oder spannend einfach. Ja. Wobei ich sagen muss, das wollte ich auch nochmal kurz anmerken, Müller-Thurgau ist bei uns natürlich auch stark in Verruf geraten und nicht ganz zu Unrecht natürlich. Ist einfach eine Massenrebsorte, die halt auch entsprechend nach dem Krieg getrimmt worden ist, um den Bedarf an Wein günstig decken zu können. Aber ich wäre immer nicht müde,
von dir gar nicht so weit weg. Also hab Schloss Salem zum Beispiel oder aus Meersburg am Bodensee, macht einen sehr, sehr guten Müller-Thurgau, Winzerhof Stahl in Franken. Für mich auch einer der ganz großen Aushängeschilder für Müller-Thurgau. Und du hast es gesprochen, und da schließt sich der Kreis auch wieder Südtirol. Der Freiherr von Ferner ist für mich einfach der Nonplusultra Müller-Thurgau überhaupt. Also da gibt es eigentlich gar nichts, und es ist ein wirklich ausgezeichneter Wein, sogar mit Lagerpotenzial, was man dem Müller-Thurgau jetzt oft gar nicht zutraut. Und da, finde ich, muss man schon auch immer ehrlicherweise sagen, dass es natürlich schon stark darauf ankommt, was man aus einer Rebsorte letzten Endes macht, wenngleich wir alle übereinstimmen, dass es Rebsorten gibt, die ein sehr hohes Potenzial haben und eine andere vielleicht ein bisschen niedrigeres Potenzial haben. Aber kommen wir jetzt auf deinen Riesling endlich zu sprechen. Ich bin sehr gespannt. Aus Deutschland natürlich, klar, wir bilden uns immer wahnsinnig viel auf unseren Riesling ein. Umso spannender ist es, wie anderer Riesling schmeckt. Auch hier vielleicht nochmal ein ganz kurzer Seitenhieb. Der größte Riesling-Produzent weltweit ist das Chateau Saint-Michel in Washington State in USA, weiß kein Deutscher, ja, weil wir immer denken, wir machen Riesling, aber die ganze Welt nicht. Aber Riesling ist ja in der Tat mittlerweile dank Kanada und Australien auch der Westküste von Kalifornien oder der USA besser gesagt in Oregon und Washington ein weltweites Phänomen, wo er einfach immer mehr geschätzt wird. Erzähl uns doch ganz kurz was zu deinem Riesling, während ich mir ihn einschenke, und vielleicht erklärst du uns nochmal, was die Zahl auch vorne drauf, die 1188, bedeuten soll. Ja, der Riesling wächst bei mir auf dem Weingut in Eschen, also Luftlinie vom Weingut weg vielleicht 500-600 Meter, altigen Boden mit hohem Humusanteil. 1188 ist die Parzellennummer, musste über Nacht eigentlich einen Namen haben für den Wein, weil wir den am anderen Tag in Verkauf gebracht haben. Und da hat sich die Parzellennummer eigentlich relativ gut ergeben, weil es 1188, also nicht zu verwechseln mit 4711. Ja. Das hat sich ja marketingtechnisch auch sehr gut durchgesetzt. Nein, es ist die Parzellennummer, auf dem der Wein wächst. Bei mir ist es so, ich habe eigentlich nur Lagernamen für meine Weine. Außer für meine Cuvées verwende ich Fantasienamen. Und 1188 ist der Lagername, weil es ist die Parzellennummer. Okay, wir haben jetzt den 2019er im Glas und Goldene Boos, das ist quasi der Name der Anlage, ne, hast du gesagt? Genau. Ja. Und AOC Eschen, also das ist genau. Dann wieder quasi das, was wir schon eingangs besprochen haben, das war jetzt einfach von der Ertragsbegrenzung und vom Zuckergehalt darfst du die AOC verwenden. Aber die Ursprungsbezeichnung, wenn man es jetzt so sagen möchte, ist dann quasi die Goldene Boos als Anlage, wo der Wein dann herkommt. Hm? Ja, also ich habe ihn jetzt im Glas, natürlich zum Verkosten wieder ein relativ großes Glas. Und was als erstes auffällt, finde ich, ist so eine gewisse Flintigkeit, nasser Stein. Also ich denke, man könnte es vielleicht aus Mineralität zusammenfassen. Und die Säurebetontheit, die kommt da schon sehr gut raus, finde ich, ne, in der Nase. Ja, so ein bisschen Limette, also schon eher auf der frischen Seite. Ich meine auch, so ein bisschen einen Hefetouch zu riechen. Der Wein wurde ein Jahr Batonage ausgebaut. Ja, guck an. Hat komplett, doch die Ausbildung was gebracht. Komplett schwefelarm. Wir füllen allgemein unsere Weine mit sehr, sehr tiefen Schwefelwerten an. Mhm. Ja, das erzeugt natürlich immer eine andere Entwicklung, wenn man ohne Schwefel arbeitet oder mit fast keinem Schwefel arbeitet. Ich meine, ich habe gerade geschaut, auf der Rückseite steht zwar Sulfite, weil es, denke ich mal, jetzt bei euch die ähnlichen Bezeichnungsvorschriften gibt, genau, wie bei uns. Aber klar, das ist schon immer so ein gewisser Kniff im Wein, wenn man mit wenig Schwefel arbeitet, der dann ja ungewöhnlich im besten Wortsinn ist. Es bringt einfach oft so eine gewisse Note mit rein, die man jetzt von ganz klassisch mit Reinzuchthefe im Edelstahl ohne Batonage etc. pp. Hat, weicht da einfach so ein bisschen der Wein ab und kriegt einfach eine zusätzliche Komplexität und Eigenständigkeit, Eigenartigkeit,
die ihn dann letzten Endes auszeichnen. Aber die Hefe, die finde ich, die hat man schon in der Nase eigentlich ein bisschen. Ne? Ja, und dann so ein bisschen Feuerstein. Ich schluck, weil es eh wurscht ist. Bin noch im Urlaub oder in Ferien. Ja, also die Säure ist knackig, finde ich. Erinnert mich so an Limette. Und die Salzigkeit, so eine Mineralität, finde ich schon, ist sehr, sehr deutlich spürbar. Ein eleganter Wein für mich. Ich finde, der hat auch eine schöne Länge. Ja, ist jetzt, wenn ich jetzt an, wie soll ich sagen, an vielleicht einen Rheingauer Riesling oder sowas denke, damit hat es eigentlich relativ wenig zu tun. Also wir haben hier jetzt nicht die Aprikose Apfelgeschichte, sondern es ist schon eine eigenständige Art. Also da besteht jetzt für mich keine Verwechslungsgefahr mit den typisch deutschen Rieslingen. Ne? Nein, muss auch sagen, es ist eine Junganlage. Das ist jetzt der zweite Jahrgang, den wir so produziert haben eigentlich. Mittlerweile haben wir gerade den 20er in die Flasche gebracht. Da ist ein bisschen straighter. Und bei dem muss man auch sagen, hat irgendwann einfach die Gärung aufgehört und darum hat er auch ein bisschen eine Restsüße. Also wir liegen hier plus minus bei 9 Gramm Säure, aber auch bei plus minus 8 Gramm Restzucker. Da hat einfach die Gärung aufgehört zu arbeiten. Und wird so belassen. Ja, das Zuckerschwänzchen merkt man, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, völlig richtig. Das macht halt den Wein schon irgendwo runder und ausgewogener und nimmt ihm so die Säurespitze. Ich meine, mit 9 Gramm sind wir ja auch sehr, sehr weit oben, was jetzt ohne Restzucker vielleicht den einen oder anderen auch zu viel wäre. Also ich denke, viele Winzer würden den Wein vielleicht auch tatsächlich mit ein paar Gramm Restzucker stoppen, um einfach ein bisschen Gefälligkeit reinzubringen. Verwendest du da Reinzuchthefen oder ist das spontan vergoren? Nein, wir verwenden Reinzuchthefen. Einfach aus Sicherheit. Wir machen spontan Vergärungen, aber momentan nicht beim Riesling. Weil beim Riesling sind wir wirklich noch absolut in der Findungsphase, in welche Richtung das es eigentlich gehen sollte, weil es ist ja eine relativ eine junge Anlage. Und man muss auch dazu sagen, wir ernten den Riesling in der Regel 1 bis 2 Wochen nach dem Pinot. Und dieses Jahr war Riesling-Ernte 1. Novemberwoche. Also bei uns extrem, extrem spät. Und wie schaut es da aus mit Fäulnis? Also Gott sei Dank haben wir keine Probleme mit Fäulnis beim Riesling. Also noch nicht. Wir wissen, es ist eine Junganlage. Ich weiß auch nicht, wie sich das generell entwickelt. Man muss aber auch sagen, seit wir im Bio-Bereich tätig sind, ist es ein bisschen einfacher als vorher, wo wir IP gemacht haben. Düngungstechnisch, wir düngen nicht mehr ganz so enorm, wie wir vorher gearbeitet haben. Also ich muss sagen, ich finde ihn wirklich lecker. Also was man schon merkt, er hat eine herbe Note, deswegen denke ich ja eher an Limette und Grapefruit. Ja, und so ein bisschen Weinbergspfirsich kommt schon mit rein. Aber ich denke, das ist vielleicht schon tatsächlich ein Aspekt auch, was im zunehmenden Alter der Rebanlage vielleicht nochmal mehr in den Mittelpunkt rückt, ist vielleicht so der Fruchtausdruck vom Riesling, dass er da vielleicht ein bisschen sortenspezifischer noch wird. Ich weiß nicht, wie ist da deine Prognose, in welcher Richtung wird er profitieren? Die würde ich dir gerne sagen. Ja. wir wissen es auch nicht, in welche Richtung sich das grundsätzlich entwickeln wird. Das, was wir jetzt gefüllt haben, ist stilistisch ähnlich, ein bisschen trockener wie den du jetzt momentan im Glas hast. Die Fruchtanteile sind sehr hoch. Wir füllen mit wenig Schwefel. Das entwickelt sich, wie sich das entwickelt, wie langlebig das sein wird, haben wir wirklich keinen Plan. Wir lassen uns da eher ein bisschen gleiten und überraschen. Ich meinte jetzt mehr, Uwe, in Richtung, wie sich der Wein ändern wird, wenn die Rebstöcke älter werden. Jetzt nicht Flaschenreifung, sondern meine Erwartung wäre jetzt, zumindest von der Theorie her, dass mit zunehmendem Alter die Aromen, die Fruchtaromen, die die Rebsorte halt mitbringt, vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund treten. Aber da gibt es natürlich 1000 Faktoren, die damit reinspielen. Ne? Ja, ich habe bodentechnisch schon solche Rieslinge probiert, solche Anlagen und auch solche Rebsorten auf solchen Böden entwickeln können. Was hast du da? Was ist das für ein Boden?
Ja, wir haben relativ lehmhaltige Böden mit hohem Humusanteil. Es gibt spannende Geschichten, die wir da schon probiert haben, auch aus Deutschland oder auch aus der Schweiz. Lass dich überraschen. Ich möchte keine Prognose setzen, weil ich es einfach nicht kann. Es wird schwierig. Ich wünsche mir immer, also ich liebe deutsche Rieslinge, ich liebe Mosel, ich liebe Petrol. Das wäre so die Richtung, die mir gefallen würde, das zu produzieren. Ich weiß nicht, ob das bei uns so möglich ist. Ja, da fehlt dir halt wahrscheinlich schon ein bisschen der Schiefer oder Genau. das Vulkangestein, um das jetzt Genau. vielleicht in die Richtung zu bringen. Und Riesling, aus meiner Erfahrung raus, wenn du jetzt sagst, schwerer Boden mit Lehm, das hat man ein bisschen an der Nahe, fällt mir da spontan ein oder auch in Rheinhessen hier und da. Gut, da werden die Rieslinge eh generell nicht so filigran. Da ist es schon eher immer ein bisschen ein breiterer Stiel, wo jetzt vielleicht die Frucht nicht so ausgeprägt ist, wie jetzt vielleicht auf dem Schieferstein. Ne? Das Ja. ist einfach so. Aber das haben wir ja in dem Podcast auch schon öfters gehabt. Das ist ja das, was ein Riesling auszeichnet, letzten Endes, dass er ein sehr guter Terroir-Interpreter ist und damit halt auch unterschiedliche Stilistiken zeigt, je nachdem, wo er halt drauf wächst. Ich würde einfach vorschlagen, Uwe, wir sprechen in 5 Jahren nochmal und Ja, genau. spätestens da probieren wir dann einfach den Riesling nochmal. Festzuhalten ist für mich, es ist ein sehr guter Riesling. Ich finde ihn jetzt schon sehr toll. Die Frucht ist vielleicht noch nicht so rebsortentypisch, wie man es kennt. Der ist jetzt für mich einfach durch eine Knackigkeit, durch eine Eleganz getragen und die Flintigkeit, die Hefearomen und auch letzten Endes der reduzierte Schwefeleinsatz sorgt auch für eine Komplexität und eine schöne Länge, aber man darf jetzt einfach nicht aus deutscher Brille jetzt mal geschaut, einfach nicht ein Rheingau oder Mosel-Riesling erwarten. Da ist es einfach was ganz anderes. Genau. Den zweiten Wein, den wir uns anschauen wollen, das ist dein Orange. Und zwar, um welche Rebsorte handelt es sich da? Also es ist reinsortig Pinot Blanc. Ich bin ja ein Pinot Blanc-Fan. Ja. Weiß nicht, aber ist so. Ich meine, der Chardonnay ist ja über jeden Zweifel erhaben aus der Burgunderfamilie. Das ist einfach das große Zugpferd. Aber ich finde schon immer, Pinot Blanc ist einfach zumindest dem Grauburgunder immer vorzuziehen, nach meiner Zunge. Aber Pinot Blanc einfach eine sehr spannende, sehr knackige, sehr elegante Rebsorte, finde ich grundsätzlich. Und du hast jetzt für den rein Pinot Blanc genommen. Genau. Und man sieht schon, du hast da eine weiße Flasche gewählt, eine klare Flasche gewählt. Und da hat man unten in der Flasche auch ein bisschen Hefedepot, würde ich mal sagen. Genau. Und Orange ist jetzt der Hinweis wahrscheinlich auf die Produktionsmethode, dass es sich da um einen sogenannten Orange-Wein handelt, oder? Genau. Das war eigentlich meine Grundidee. Ich habe absichtlich eine weiße Flasche verwendet, dass man auch das Depot sieht. Nicht, dass man nachher beim Einschenken eigentlich nachher draufkommt und sagt, ah, der Wein ist irgendwie unsauber, der hat noch ein Restdepot drin. Ich habe den Wein der spontan vergoren und ich habe den mal ein bisschen anders produziert, wie andere Orange-Produzenten das eigentlich grundsätzlich machen. Ich habe ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel genommen. Das heißt, ich habe ein Drittel Saft trüb direkt nach dem Abpressen vergoren. Dann habe ich ein Drittel in der Maische vergoren, wie man das eigentlich üblich bei Orange macht. Und als der Saft angegoren war und 20 Öxle abgebaut hat, habe ich nochmal ein Drittel Ganztrauben in den Saft gegeben, um das Ganze mit vergären. Das heißt also, es ist nicht 100% alles auf der Maische gelegen, sondern ich sagte immer so ein bisschen so eine Soft Orange Produktion. Wir haben, es ist, ja, es lag ein Jahr Patonage, es lag auf der Vollhefe, wir haben das Patonage gemacht. Wir haben das unfiltriert abgefüllt. Wenn du Glück hast, hast du relativ eine klare Flasche mit wenig Depot erwischt. Aber es gibt solche, die haben oft mehr Depot unten.
Und es ist Spannende an dem Wein ist eigentlich, das ist ja so ein Versuch, den wir gemacht haben. Spannende ist, im Glas verändert sich sekündlich quasi die Aromatik. Und das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Der Wein, wir haben an dem Wein nichts gemacht, gar nichts. Der ist, wir haben vor der Füllung, weil wir ihn auf die Abfüllanlage gepumpt haben, haben wir ihm 20 Milligramm SO2 gegeben, einfach aus sicherheitstechnischen Gründen, dass er, wenn er so viel Luft bekommt, nicht, dass er ganz in eine falsche Richtung kippt, aber der Schwefel, ich habe gerade gemessen, vor ungefähr einer Woche ist komplett auf null abgebaut. Ja, was auffällt, also klar, du hast es jetzt schon erklärt, die Proben muss man immer den nicht so Weinfreaks-mäßigen Konsumenten immer erklären, was es damit auf sich hat. Ist bei Petnats zum Beispiel ja auch der Fall, aber da ist es ja gerade das, was es so fancy macht und auch wieder so besonders macht und damit eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Was ein bisschen auffällt noch, ihr habt wahrscheinlich auch die Gärkohlensäure nicht ausgerührt, weil er wirkt jetzt schon noch mit einer leichten Perlage, zeigt er sich in der Flasche, ne? Genau. Ja, also von der Nase her, zunächst mal schon eher typisch Orange-Wein. Also das würde ich, wenn ich jetzt so in der Blindverkostung habe, würde ich es damit, ja, würde ich schon in die Richtung gehen. Ich mag sowas. Also wie soll man das beschreiben? Das geht so ein bisschen Richtung Apfelwein. Das hat auch so manchmal so ein bisschen was von Sauerkraut. Das mag jetzt für den einen oder anderen komisch klingen, aber so ist es halt nun mal. Das hat man hier auch. Also eine gärige Aromatik, durchaus auch traubig. Das klingt jetzt alles bescheuert, aber das ist jetzt so ein Wein, da kann man stundenlang drüber erzählen, aber letzten Endes muss man sowas auch probieren. Das sind einfach Unikate, wo es sehr schwer fällt, diese Weine in ein Schema zu pressen oder die üblichen Floskeln dafür die Beschreibung zu verwenden. Das ging mir zum Beispiel bei dem Timeless vom Lorca genauso. Ein Ausnahmewein, genauso wie der jetzt auch, wo einfach die Beschreibung mit üblichen Maßstäben einfach ein bisschen schwerfällt. Ja. Und der ist ja auch besonders. Ne? Du hast die Trübe in der Flasche, du hast die leichte Perlage noch, du hast die besondere Aromatik. Das macht ihn einfach speziell. Ja, im Mund finde ich sehr stoffig. Also man hat schon, ich glaube, der Extrakt ist relativ hoch. Liegt jetzt vielleicht auch an der Produktionsmethode, gerade mit der Ganztraubengärung, denke ich, da ist der Versuch vielleicht ja auch nochmal besondere Tannine herauszulösen, um eine gewisse Struktur und Stoffigkeit nochmal mit reinzubringen, eine Straffheit vielleicht auch, man merkt es auch. Er hat schon sehr herbe Noten. Für mich hat es fast was wie Zigarrenkiste. Ich weiß nicht, du hast ja auch Zigarren da am Start, ne? Ja, genau. Das geht schon so in Richtung Zigarrenrauch, Zigarrentabak. Das finde ich da schon irgendwie. Was ich halt extrem spannend finde, ist da wirklich, wenn du das Glas stehen lässt, das entwickelt jedes Mal, wenn man reinriecht, wieder eine total andere Aromatik. Und das finde ich eigentlich recht eine spannende Geschichte. Ja, und der Wein wirkt schon vollmundig. Ich finde, der hat ein eher schweres Körpergefühl. Also das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber er ist einfach vielleicht auch ein bisschen höhere Viskosität. Also er wirkt einfach vollmundig, ein bisschen schwerer im Mund. Sehr lange, sehr stoffig. Man merkt schon so einfach, dass da was passiert im Mund, ne? Wie ist es denn, wird der eher als Essensbegleiter verwendet oder als Standalone? Nein, hauptsächlich zum Essen. Ja, genau, das denke ich auch, ja. Und das finde ich wunderbar, so zum Trinken. Aber, wie gesagt, für den Otto-Normalweintrinker doch eine recht schwierige Geschichte. Naja, schwierig. Ich sag mal so, die letzten Jahre ist das Thema Orange Wein natürlich schon ganz schön gehypt worden. Ja. Und abfällig hat mir am Anfang immer gesagt, früher hätte man den Wein als schlecht bezeichnet, heute verkauft man ihn als Orange Wein. Da hat sich, denke ich, die letzten Jahre ja wirklich sehr viel getan. Und aus diesem Klischee-Denken oder abfälligen Denken ist man ja auch weit entfernt. Und ich versuche ja immer, meine Hörer oder Kunden
auch zu einer gewissen Probierfreudigkeit zu animieren und einfach mal ein bisschen über den gewohnten Tellerrand hinauszublicken. Und da sind natürlich Orangeweine immer eine sehr gute Gelegenheit, ganz neue Geschmackswelten, was Wein noch bieten kann, einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil sie einfach ganz unkonventionell, ganz off-Mainstream letzten Endes sind. Und was man schon sagen muss, dass viele Orangeweine als Standalone so faszinierend für uns Weinfreaks das ist, sich da eine Stunde sich mit dem Wein zu beschäftigen und den da in der Glasentwicklung zu begleiten. Alles schön und gut, mache ich auch sehr gerne, aber ihre richtige Stärke spielen sie eigentlich in der Hochgastronomie aus, als Essensbegleiter, wo es da einfach zu ungeahnten Harmonien und Kombinationen in der Gastronomie kommt, wo sie einfach wie kaum ein anderer Weinstil in Hochform auflaufen und ganz neue Möglichkeiten bieten. Ja, genau. Ja, aber ich finde ihn sehr lecker. Also ich mag sowas. Ich mag ja dieses Hefige, dieses Ecken und Kanten. Ich mag auch diesen, ich sage es jetzt nochmal, Sauerkraut. Ich meine es gar nicht abwertend. Ich kann mich da an eine Verkostung von Matthias Hager erinnern. Das ist ein biodynamischer Winzer aus Österreich. Der macht auch Grüner Veltliner zum Beispiel als ungeschwefelte Weine, biodynamisch erzeugt. Hat man hier im Ort eine Gruppenverkostung mal. Ich war sofort Feuer und Flamme und zwei Drittel konnten mit dem Wein gar nichts anfangen und sagten, oh Gott, was soll denn das sein? Ja, ja. Da kann ich mir auch ein Glas Sauerkraut kaufen und das, so schlimm ist es bei dem jetzt definitiv nicht. Aber ich will nur damit sagen, es ist ein Wein, der polarisiert. Genau. Man muss aufgeschlossen sein, man muss experimentierfreudig sein, man kann sich überraschen lassen mit der Wein-Speisen-Kombination oder man ist einfach ein Hard-Trinker und erfreut sich einfach an der Andersartigkeit und an der Spezialität einfach. Ja, also wenn ich den Ausschnitt aus dem Podcast rausnehmen darf für die Erklärung für meinen nächsten Orange, dann finde ich das absolut perfekt erklärt. Sehr gerne. Du kannst natürlich mit der Folge machen, was du möchtest. Nein, finde ich für Orange eigentlich so, wie du das erklärst, finde ich das wirklich absolut klasse. Super. Nee, aber so sehe ich es auch. Und ich denke, die Kundschaft ist auch immer bereiter dafür. Und gerade wenn man jetzt so ein kleiner Erzeuger ist wie du, in einem Land, was durch seine Kleinheit die Aufmerksamkeit vielleicht weckt und das Interesse weckt, da hast du natürlich, denke ich mal, tendenziell, wenn es jetzt nicht gerade deine Nachbarn sind, mit einer Kundschaft zu tun, die aufgeschlossen ist, die Interesse hat an was Neues, genau. Dann hältst du wahrscheinlich bei denen offene Türen ein und finden das klasse, dass man sich sowas traut und das probiert. Und der 0815, wenn man das jetzt so sagen möchte, der kennt Liechtenstein nicht und wird auch damit nicht in Kontakt kommen wollen. Ja. Insofern passt es ja perfekt. Ja. Nee, super Wein, also klasse. Den werde ich heute im Laufe des Tages wahrscheinlich noch killen. So jetzt haben wir noch einen Weißwein und zwar deinen Chardonnay. Also grundsätzlich muss man sagen, die Etiketten hast du immer gleich gehalten. Also dein Firmenlogo, wenn man so sagen mag, ziert jede Flasche und du hast sie dann farblich quasi abgestimmt. Ne? Genau, also Farbcode. Und da steht jetzt drauf Pfarrhof. Das ist direkt bei uns hinter dem Weingut steht die Pfarrkirche St. Martin, das Aushängeschild von Eschen. Und der Weinberg steht direkt neben der Kirche, also auf dem sogenannten Pfarrhof. Okay. Und der ist dann dort auch aus Messwein im Einsatz, oder? Ja, die Geistlichkeit verwendet andere Weine als wie die unsrigen, aber ich verstehe das voll und ganz. Die wollen dann einfachere Weine haben, oder was? Ja, ich habe gesehen in der Kirche, also ich muss es sagen, ich bin nicht so oft Gast in der Kirche, aber ich habe es schon oft gesehen, dass sie das Zeugs, was sie trinken, mit Wasser verdünnen. Okay, ja, gut, das... Ich weiß ja nicht, wie oft so ein Pfarrer am Tag eine Messe liest und ob das dann zwingend nötig ist, dass er da die Weine verdünnt. Aber ich denke mal, ich war ja mal Ministrant, ja, aber das ist auch schon 1000 Jahre her. Damals als Ministrant haben wir natürlich da nicht am Heiligen Kelch probieren dürfen, aber
meiner Erfahrung nach waren es jetzt nie Riesenschlücke oder Weckechsen, sodass man da eigentlich schon auch mal einen kleinen Schluck unverdünnten Wein genießen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das um 6 Uhr morgens brauche bei der Frühmesse, ja, okay. Aber naja, das sollen die entscheiden. Aber es wäre natürlich eine schöne Sache, wenn schon Wein der Pfarrhof heißt, der neben der Kirche wächst, dann wäre jetzt das als, gerade wenn man in so einer kleinen Kommune lebt, wie du jetzt, wo man sich vielleicht auch kennt und alles nicht so groß ist, dass man einfach sagt, komm, dann nimmt man jetzt den aus Messwein. Das wäre eigentlich eine schöne Sache, oder? Wäre eine Idee. Chardonnay, was kann man generell sagen zum Chardonnay in Liechtenstein? Also bei uns eigentlich eine sehr, sehr renommierte Sorte, wie weltweit eigentlich überall auch. Ein bisschen Spätfrost anfällig. Die letzten Jahre hatten wir diverse Frostausfälle, vor allem beim Chardonnay. Wächst bei uns on top. Wir haben verschiedene Lagen. Wir bauen den Chardonnay, vergären den komplett im Holzfass, in 500er, bauen das auch auf Batonnage aus. Also wir sind auch da, arbeiten sehr, sehr, sehr schwefelarm. Und die Weine liegen 12 Monate auf Batonnage und dann ziehen wir die raus und füllen die. Und die machen den BSA durch im Fass. Wenn er macht, macht er den BSA. Wenn er nicht macht, macht er nicht. Wir lassen die Weine so arbeiten, wie sie wollen. Und das, was du auch im Glas hast, ist unfiltriert abgefüllt. Mhm. Also wir haben jetzt den 2019er. Jetzt steht auch hinten drauf Chardonnay Barrique. Das wäre jetzt auch also absolut eindeutig zu erkennen, ich stehe da total drauf. Ich hätte jetzt gar nicht auf 500 Liter Fässer getippt, sondern schon Barrique, vielleicht auch einen guten Anteil am neuen Holz, weil einfach eine, ich will nicht sagen, dass die Holznote zu viel ist, aber sie ist schon prägnant. Sie macht jetzt den Wein nicht komplett platt, überhaupt nicht. Das ist eher ein Stil, würde ich mal sagen, wo vielleicht der Holzfasseinsatz ein bisschen mehr im Vordergrund steht, wie jetzt vielleicht die Frucht. Das ist insofern eher fast schon klassischer Chardonnay, weil die Tendenz, würde ich mal sagen, geht jetzt tendenziell vielleicht wieder eher zu weniger Holz. Ich mag sowas, ja. Hat auch diese schöne Nussaromatik für südliche Burgund fehlt jetzt ein bisschen diese Zitronengeschichte, aber es ist schon ein sehr warmes Aroma, würde ich sagen. Es ist ein sehr wärmendes Aroma und es ist einfach schon auch ein bisschen was Süßliches, was ich jetzt einfach so ein bisschen vom Holz her gedacht hätte. So ein bisschen die vanillige Note, die Holzaromatik kommt eher ein bisschen süßlich daher. Deswegen die Frage war jetzt schon eher tendenziell eher jung, tendenziell eher, was hast du da, französische oder amerikanische Eiche? Französische Eiche. Mhm. Richtig lecker. Einfach toll. Und im Mund ist es viel, ändert sich wahrscheinlich auch an der Luft der Wein. Weil gerade bei Holzfass ausgebauten Weinen, liebe Hörer, ist es ja oft so, habe ich ja auch in den Online-Weinkurs bei der Verkostungstechnik schon mal erzählt. Der Grund, warum man Weine geschwenkt und ungeschwenkt verkostet, ist einfach, dass man sich zunutze macht, dass die einzelnen Aromastoffe unterschiedlich flüchtig sind. Um das ganze Spektrum zu erkennen, hilft es einfach, erstmal ungeschwenkt ins Glas reinzuriechen und dann nochmal geschwenkt. Und gerade bei Rotweinen, die ja oft im Holzfass ausgebaut sind, merkt man, dass der ungeschwenkte Wein die Holzaromatik viel intensiver zeigt. Und was man jetzt hier in der Nase hatte, dass es dort eher Richtung Holz ausgeschlagen hat, finde ich, ist im Mund jetzt so, dass er dort sehr, sehr gut ausbalanciert ist. Also da kommt die Frucht nochmal viel stärker im Mund zum Vorschein, wie es jetzt vielleicht in der Nase war. Und so ist es hier wirklich total auf Augenhöhe, definitiv. Ja. Und der Abgang ist sehr, sehr lange. Also ich finde gerade, der ist auch von dem Holz wieder mehr getragen. Also hinten raus lässt die Frucht auch schneller nach, wieder wie das Holz. Aber es bleibt einfach dieser wohlig warme
Holzaromatik, die ein bisschen an Vanille erinnert. Man kommt auch so eine leicht malolaktische Note mit rein. Also ich würde schon sagen, dass der ein bisschen BSA gemacht hat, oder? Denke ich mir auch, ja. So eine Cremigkeit trifft es vielleicht besser, ja. Ja. Schöne Zitrusfrische, schöne Haselnuss. Wenn er jetzt noch ein bisschen knackiger wäre, dann würde ich tatsächlich sagen, geht er auch eindeutig in so einen Burgunderstil. Ich weiß nicht, ob jetzt das dein Vorbild war oder deine Zielsetzung, aber es hat schon eine sehr klassische burgundische Handschrift, würde ich sagen. Meine Lieblingsweine. Ja, meine auch, ja. Wir waren einmal im Burgund im Urlaub, im Kurztrip. Und also möchte es jetzt gar nicht in die Breite treten, aber ja, Meursault ist für mich schon einfach einer der ganz großen Weinstile. Und wenn immer Chardonnay natürlich mit Holzfassausbau gemacht wird und ein klassischer Stil gewünscht ist, wie zum Beispiel auch in Südafrika, einer meiner Lieblingswinzer dort, Richard Kershaw, auch Master of Wine, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist da aus Elgin, also in einem sehr kühlen, sehr meeresnahen Gebiet. Super, da den aus Pirat in der Burgunderverkostung, da möchte ich den sehen, der den da rausschmeckt. Aber das ist einfach für mich das Nonplusultra, wenn es um Holzfass ausgebaute Chardonnays geht am Burgund nichts vorbei. Und viele, so wie du offensichtlich auch, nehmen sich das aus Vorbild und versuchen sich da halt ein bisschen ranzutasten, ne? Also ich denke auch, dass ein bisschen regional sollte es schon verankert sein, aber ich habe einen klaren Weinstil vor Augen, der mir grundsätzlich gefällt. Ich muss auch vorweg sagen, wenn ich die Weine so produzieren würde, wie sie mir wirklich im Grundsatz schmecken würden, dann würde ich wahrscheinlich nicht viel Wein verkaufen. Weil es zu speziell ist, meinst du? Ich bin zu speziell. Ja. Nee, also wirklich, wirklich toll. Und der Wein ändert sich auch nochmal. Also jetzt, wenn er ein bisschen Luft hat, wie gesagt, aus Mengengründen und Genussgründen, da schenke ich den Wein ja mit einem Couramin aus. Das heißt, der kommt mit relativ wenig Sauerstoff in Kontakt beim Einschenken. Aber man merkt schon, gerade am Anfang ist das Holz deutlicher zu schmecken. Wenn er jetzt ein bisschen Luft hat, wandelt sich es auch, da wird er... Ja. Da wird es noch mal harmonischer, alles aus einem Guss, ein sehr, finde ich, monolithischer Wein in dem Sinn, dass man jetzt nicht mehr das Gefühl hat, es steht irgendwas außen vor, sondern alles ist einfach wirklich sehr schön integriert und hat einfach auch einen guten Trinkfluss. Ja. Das ist jetzt kein Wein, wo man groß erklären muss. Ich denke, der ist einfach süffig, er schmeckt gut und bietet eben trotzdem auch dem Weinkenner oder Weinnerd die Möglichkeit, sich mit dem halt intensiv auseinanderzusetzen. Das ist, finde ich, immer das Beste, was man haben kann. Man stellt die Flasche hin, der wird getrunken, die Leute wollen immer mehr haben und dann gibt es doch den einen oder anderen, der dann nochmal was herausfindet oder sich spezieller mit dem Wein auseinandersetzt. Also mir schmeckt er einfach sehr, sehr gut. Was ich beim Riesling noch fragen wollte und auch hier bei dem Wein, Thema Klone. Beim Riesling hast du deutsche Klone und hier beim Chardonnay hast du französische, burgundische genau, Klone. Ja. Ich habe beim Riesling Moselklone, die haben wir direkt reingeholt. Und beim Chardonnay habe ich zwei verschiedene. Eins ist ein Burgunderklon und das andere ist ein Klon aus der Schweiz. Mhm. Und wie machst du es damit? Also sind die Wurzeln echt oder hast du die alle veredelt? Nee, die sind alle veredelt, komplett. Okay. Und da ist wahrscheinlich auch, was man ja als normaler Konsument auch nicht auf dem Schirm hat, da ist natürlich dann gerade an der Stelle externes Know-how oder langjährige Erfahrung extrem wichtig, abhängig vom Boden und der Veredelung, was man dann da verwendet aus Wurzeln. Ne? Genau. Wir arbeiten da sehr eng mit der Rebschule zusammen. Die analysieren unsere Bodenproben und geben uns dann Empfehlungen ab für den Boden, für den Klon diese Unterlage. Ja, genau. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel so eine Stelle, die ist zwar sehr, sehr spannend für Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, aber da kannst du als Einzelperson, auch wenn du noch so gut ausgebildet bist oder dich da reinfuchst, da hast du keine Chance. Da brauchst du externes Know-how, die dir einfach sagen, das sind die Rahmenbedingungen, was nehme ich, ne?
Ja, das ist grundsätzlich so, dass man sich als Winzer oder Önologe eigentlich sich relativ gut auskennt mit beidem, mit Boden und mit Unterlage und so. Aber es ist so eine tiefgründige Geschichte, da muss man sich wirklich auf die Rebschulisten verlassen, weil die produzieren das, die wissen, wo was wächst, wo was nicht wächst, ob es starkwüchsig oder mittelwüchsig sein soll. Und da kann man relativ viel falsch machen. Und da du das schon mal erwähnt hast, dass man 3 bis 4 Jahre braucht, bis man Ertrag hat, ist es besser, wenn man sich Rat und Tat holt, weil wenn man nach 4 bis 5 Jahren merkt, oh, wir haben die falsche Unterlage erwischt, dann kann man nicht so schnell reagieren. Und das ist, darum arbeiten wir sehr eng mit den Rebschulen zusammen. Ja, und dann als letzter Wein kommen wir zu einer roten Rebsorte. Du hast es schon öfters erwähnt, nämlich den allseits geschätzten und auch mit einer gewissen Hassliebe versehenen Rebsorte, zumindest weil der Anbau oft sehr schwierig ist, aber natürlich weithin als, ja, man kann schon sagen, als die beste rote Rebsorte angesehen wird, ne? Hier hast du auch wieder den Lagennamen vorne hingeschrieben, Forkel. Ja, Torkel ist eine Reblage in der Gemeinde in Jahn. Da steht auch heute noch ein uralter Torkel, wo früher die Weine darin gekeltert wurden. Ah, okay, da musst du kurz erklären, was das ist. Ja, ein Torkel ist bei uns ein Gebäude, wo früher Wein gekeltert wurde darin. Das ist jetzt steht es leider ungenutzt, das alte Schuppen da, wird dieses Jahr hoffentlich renoviert. Von dem gab es bei uns in Liechtenstein extrem viel, weil bei uns wurde direkt in den Reben der Wein eigentlich produziert. Das war eine sehr spannende Geschichte. Dieser Wein 2017, ja, für uns war es eigentlich relativ ein schwieriges Jahr. Wir hatten am 2017 am 29. April Schnee und da waren die Reben schon im 2-, 3-, 4-Blatt-Stadion. Und dann ist uns relativ viel zurückgefroren und dann haben die schlafenden Augen ausgeschlagen. Aber das Jahr war dann an und für sich so gut, dass wir eigentlich zu einem normalen Zeitpunkt ernten konnten, wie wir eigentlich immer ernten. Das heißt, dieser Wein hat relativ im Rebberg eine kurze Vegetations- und Reifephase. Daher ist es ist ein guter Jahrgang, aber sicher nicht das Beste, was wir bei uns regional produzieren können. Aber trotzdem eine sehr spannende Geschichte ist im 2 Drittel in neuem Holz ausgebaut, 1 Drittel in gebrauchten Holz ausgebaut, zwischen 15, 16 Monaten. Also auffällig ist natürlich beim Spätburgunder immer die Farbe. Das würde ich jetzt hier fast als ein Kirschrot bezeichnen. Natürlich sehr transparent. Der Kern ist vollständig durchsichtig. Ist einfach das Markenzeichen des Spätburgunders, wie bei manch anderen roten Rebsorten auch, dass er halt eher farbschwach ist, liegt einfach an der dünnen Bärenhaut und den wenigen Farbpigmenten, die er einfach wegen der dünnen Haut bildet, was ihn eben auch dann im Anbau ein bisschen empfänglich macht für die eine oder andere Krankheit. Aber ist eben, wäre nicht müde, das zu erwähnen, eine dunkle Farbe ist nicht automatisch ein Qualitätskriterium beim Rotwein. Der Spätburgunder ist da einfach das beste Gegenbeispiel. Ja, und in der Nase, ja, vollständig sortentypisch. Man hat auch hier diese Schwarzmorelle, eine dunkle Pflaume, eine gewisse Würzigkeit, die er auch mitbringt. Aber das Aushängeschild des Spätburgunders, die Schattenmorellen, die sind hier auf jeden Fall vorne dran. Das Holz ist hier sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Das junge Holz merkt man hier gar nicht. Da kommt es natürlich, ich habe das auch in den Online-Weinkursen viel erklärt, da im ersten Kurs, wo es um den Fassausbau ging. Es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß beim Fassausbau, also mache ich es oder mache ich es nicht, sondern da gibt es ja auch 1000 Stellgrößen. Welche das alles sind, erfährt ihr in den Online-Weinkurs im ersten Teil, wie gesagt, weil es einfach ein sehr weites Thema ist. Aber hier sieht man einfach, ich sage jetzt mal,
ein bisschen im Gegensatz zum Chardonnay, dass auch der Holzfassausbau hier sehr dezent vonstatten geht und den Wein einfach in seiner Fruchtbetontheit eher flankiert und wo das Ziel einfach nicht war, es so im Mittelpunkt zu stellen. Ne? Weil es beim Spätburgunder sehr stark auf die Frucht ankommt, auf eine Eleganz und leichten Körper. Ja, aber es ist auch so, dass wir die Weine in den mit der Hefe in die Fässer füllen. Und auch wir rühren das auch von Zeit zu Zeit mal auf. Wir arbeiten auch hier extrem schwefelarm. Und was wir auch machen, ist, die Rotweine werden auch alle komplett unfiltriert abgefüllt. Mhm. Ja, und was man hier merkt, ist also eine sehr schöne, straffe, gut gegliederte Tanninstruktur, die man so bei Spätburgunder selten hat, finde ich. Aber was es durchaus auszeichnet bei großen Spätburgundern, dass es schon eine straffe Struktur ist, ohne jetzt extrem astringierend zu sein. Man merkt natürlich schon, der Wein hat Grip, aber die Tannine, wie es bei guten Spätburgundern einfach ist, die sorgen für Struktur, für einen Rückgrat, für eine Straffheit der Weine, ohne jetzt überladen zu sein. Ja, also der ist wunderbar zu trinken, auch ohne Essensbegleitung, was ich jetzt nicht bei jedem Cabernet Sauvignon oder so behaupten würde, sondern das ist einfach schön, da kommt ein Zug in den Wein, da kommt eine Straffheit in den Wein, da kommt eine Stoffigkeit in den Wein, eine sehr feinkörniger Grip durch die Tannine und das Hauptinstrument ist einfach die Fruchtigkeit. Und das, was jetzt so bei vielen Rotweinen vielleicht viele für sehr wichtig halten, dass es zupackend, vollmundig, barock ist halt der Spätburgunder einfach nicht. Ja. Weswegen sich halt viele Einsteiger mit Spätburgunder vielleicht schwer tun, weil es einfach ein eher zurückhaltender, eleganter Stil ist, der jetzt nicht mit dem Vorschlaghammer die auf die 12 haut, sondern halt auf leichten Sohlen daherkommt mit einer sehr feinen, filigranen Aromatik letzten Endes. Mhm. Toll. Also, was er auch hat, aber nicht übermaßen, ist so eine Kräuterwürzigkeit. Da gibt es Regionen, wo das vielleicht mehr in den Vordergrund tritt. Aber hier ist einfach wirklich eine sehr reife, vollmundige Frucht auch. Also diese Kirscharomatik ist einfach das, was ihn auszeichnet und was er hier wirklich schön zeigt und gepaart mit einfach tollen Tanninen und einer schönen Geschliffenheit, was du einfach durch den Holzfasseinsatz erreichst letzten Endes. Wie lange liegt der Wein im Holzfass? Ja, zwischen 14 und 16 Monaten, je nachdem, wie sich's ausgeht eigentlich. Ja, aber fantastisch, weil ich hätte es viel kürzer geschätzt, weil es einfach so zurückhaltend ist, weil ich schon das Gefühl habe, hier hast du den Holzfassausbau eher gewählt, um halt vielleicht durch die Mikrooxidation die Reifung voranzubringen, den Wein abzurunden und weniger dem Wein jetzt zusätzliche Geschmackskomponenten zu verleihen. Ne? Also wir bauen eigentlich grundsätzlich keine Rotweine mehr im Stahltank aus. Wir machen alles im Holz, auch die Klassik. Für das verwenden wir 1000 Liter Lagerfässer, so wie man sie in Deutschland eigentlich in Großkellerei. Einfach den Wein tut's gut. Wenn sie einfach ein bisschen Mikrooxidation kriegen. Also französische Eiche auch wieder? Alles französische Eiche. Alles französische Eiche, okay. Und wie bestellst du die Fässer? Mit was für einem Toasting? Wenn man jetzt in ja, das gibt es kein Geheimnis. Ja. Nein, wir arbeiten. Vermutung, aber ich behalte es für mich. Nee, aber wir arbeiten, es ist kein Betriebsgeheimnis, wenn man bei mir in den Keller reingeht in den Keller, dann sieht man, was für Toastings wir verwenden. Wir arbeiten sehr zurückhaltend, wir arbeiten auch oft mit Medium- oder Low-Toasting. Das einfach, um die Fruchtbetontheit mehr rauszukitzeln, als wie die Überholzung. Das ist nicht unser Ziel beim Pinot. Ja, absolut. Nee, also auch sehr, sehr lecker, sehr sortentypisch für Leute, die fruchtbetonte Pinot Noirs wollen. Absolute Empfehlung. Wo liegen wir denn da preislich bei dem? Ja, die Preise sind da bei uns irgendwo zwischen 20 Schweizer Franken und 35 Schweizer Franken drin über mein komplettes Sortiment.
Wir sind in Region nicht die teuersten, aber auch nicht die billigsten Mülligen, sondern im Mittelpreissegment drin. Ja, also ich hab man ja schon am Anfang antönen lassen. Jetzt verwende ich auch schon Schweizer Begriffe. Also sagt in Deutschland keiner, aber ich habe es ja schon öfters oder ein halbes Jahr im Ohr gehabt. Also das ist einfach das, wo man in der Schweiz rechnen muss. Das mag jetzt für den Standardkonsumenten in Deutschland für viel klingen. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass 20 Schweizer Franken nicht viel Geld für eine Flasche Wein ist. Aber es ist einfach das Preisniveau, was bei euch in der Schweiz, in Liechtenstein einfach gang und gäbe ist. Damit genau. Muss man einfach rechnen. Beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich finde, es ist auch angemessen, mal unabhängig von der Qualität. Aber wenn man weiß, gerade jetzt in deiner Betriebsgröße, wie viel Blut, Schweiß und Tränen da mit reinfließen, um Churchill mal hier an der Stelle zu zitieren, dann muss da am Ende halt auch einfach was rumkommen und man muss davon halt auch irgendwie leben können, investieren können, Altersvorsorge betreiben können etc. pp. Und da ist es ja immer noch mehr als angemessen, ja, wenn du dir das überlegst, wie viele Stunden du dafür investierst und ja, also liebe Leute, es ist einfach so und wenn ihr mal was Gutes trinken wollt, dann tut euch selber den Gefallen und greift mal ein bisschen tiefer vielleicht in euren Geldbeutel, als ihr es vielleicht gewöhnt seid. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du gerne ergänzen wollen würdest? Eigentlich wurde alles gesagt. Genau. Dann danke ich dir nochmal recht herzlich für deine wirklich leckeren Weine. Ich hoffe, es haben viele zugehört, die auf deinen Betrieb, auf dich, auf deine Weine neugierig geworden sind und vielleicht auch nach Corona oder vielleicht sogar in Corona. Es wechseln ja die Bedingungen und Auflagen fast täglich, dass da viele zu dir kommen, Liechtenstein ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Ich fand es toll, dich kennengelernt zu haben, deine Weine probieren zu dürfen und auch mal dein kleines, aber feines Heimatland ein bisschen hier in den Fokus zurück. Ja, der Dank liegt ganz auf meiner Seite. Es ist nicht selbstverständlich, aber es ist irgendwie schön, dass du auf uns aufmerksam geworden bist. Und ich habe mich riesig gefreut, obwohl wir ein bisschen lange Hürden hatten bis hierher. Aber ich denke, wenn du einen Roadtrip machst, halt bei mir machen, in Zukunft unumgänglich. So machen wir es, Uwe. Herzlichen Dank. Ja, der Dank liegt auf meiner Seite. So und so schnell vergehen immer meine Interviews. Ich bin immer total fasziniert, wie schnell dann doch die Zeit vergeht und wie viel man sich erzählen kann. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auf dem Weg nach Süden durch die Schweiz oder auf dem Weg in die Schweiz seid, springt über den Rhein, schaut beim Uwe vorbei und lasst euch die Weine aus erster Hand erklären und verkosten ihn. Ich denke, nach einer kurzen Vormeldung oder zu den Öffnungszeiten seines Weinshops freut er sich auch jederzeit über Besuch. Ja, über den Rhein springen ist auch das Stichwort. Die nächste Episode kommt am 5. Februar raus. Dann begeben wir uns podcasttechnisch in die Schweiz, springen also über den Rhein, der ja die gemeinsame Grenze zwischen Liechtenstein und Schweiz ist, und beschäftigen uns dann mit diesem Weinbauland, was sprachlich ja zumindest zweigeteilt ist, sprich der Westen ist ja die sogenannte Westschweiz, französischsprachig, und die sogenannte Deutschschweiz, deutschsprachig eben und auch als Weinbauland tätig, was für uns Deutsche in erster Linie auch nicht so sehr auf dem Schirm ist, weil wir die Schweizer Weine als eher hochpreisig empfinden und natürlich auch, weil der Eigenkonsum so hoch ist, auch die Verfügbarkeit sehr eingeschränkt ist. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, dieses Land auch zu beleuchten und da gibt es auch ganz große Weine. Dazu dann am 5. Februar mehr. Und als kleine Vorab-Info schon, wir begeben uns auf eine lang ersehnte Reise von Anfang Februar bis Anfang März. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich es schaffe mit der Vorproduktion. Möglicherweise werde ich nicht in der Lage sein oder Lust dazu haben, die reguläre nächste Folge dann zu
produzieren. Das wäre ja dann nach Adam Riese der 26. Februar. Da sind wir noch unterwegs. Da muss ich mal gucken, wie ich das eintüte. Aber am 5. Februar gibt es definitiv dann die erste Sendung zu der Schweiz. Ja, in diesem Sinne, wie immer, leckere Weine im Glas, auch im Sober January. Ich halte mich nicht dran, ich bin einfach zu schwach dazu. Aber wer das machen möchte, kann natürlich zum Beispiel auf die Produkte von Vinade, die wir ja in der letzten Sondersendung besprochen haben, oder auch vom Weingut Löffler zurückgreifen und auch leckere Weine ohne Alkohol trinken. Und dann geht's im Februar wieder mit neuer Kraft richtig los. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Euer Florian aus München. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.